Schrote. Ich nehme das einfach mal auf, vielleicht gibt es da außen irgendwen, den das interessiert. Das ist so die Standardaussage und das musst du dir komplett verkneifen. Den Gedanken musst du sofort, wenn du aufmerksam als Geist dein eigenes Denken beobachtest, musst du sofort ein Alarmsignal kriegen, dass du schon wieder in der Falle des Materialismus drin hängst, in der Falle der Religion drin hängst, in der Falle der Esoterik drin hängst. Und ich mag es mal ganz biblisch, du brichst das zweite Gebot. Alles Leid, das du erlebst, und ich kann immer wieder auch von der Witt wie immer sagen, ich erkläre es jetzt den Geist, der jetzt mit diesem Video konfrontiert wird. Ich erkläre dir, was du selbst bist. Mhm. Und das ist hundertprozentig sicher. Und darum wiederhole ich gebetsmühlenhaft bei denen Geistern. Und ich schüttel dann jedes Mal den Kopf, ich müsste es jedes Mal so machen, es gibt nicht viele Geister. Da kannst du wieder sagen, ja, aber der redet doch laufend von Geistesfunken. Ich sage ja, Geistesfunken sind das doch mal Geräusche, die du hörst. Genauso wie wenn du Gott hörst oder Wetter hörst, das ist jetzt das einfach mal ein Geräusch. Was macht dein Intellekt, dein Interpretationsprogramm aus diesem Geräusch? Mhm. Aber egal, was dein Intellekt aus einem Geräusch, aus einem Wort macht, für eine Vorstellung, das passiert ganz einfach. Du, den ich das jetzt erkläre, du hast nicht den geringsten Einfluss drauf. Also ist es unheimlich, wie ich dick. Das sind so Kleinigkeiten, wenn ich das immer betone, D-I-Kaf. Dalet J-Kaf im Hebräischen heißt der Mittelpunkt. Genau. Im Innersten, im absoluten Zentrum. Und dieses absolute Zentrum, das bist du, du hast es bloß vergessen. Aber jetzt sprechen wir schon wieder vor etwas. Ein absolutes Zentrum, das wir uns ausdenken, ist was Ausgedachtes. Das ist eine Vorstellung von irgendetwas, das sich in der Mitte befindet. Aber das absolute Zentrum ist hier. Es ist das Zentrum deines roten Kopfes, weil sobald wir unseren blauen Kopf ausdenken, ist der ja schon wieder ein peripherer Kopf. Mhm. Und jetzt muss dir irgendwann nochmal klar sein, es geht jetzt nicht um dieses Verstehen, sondern es geht erst einmal darum, was bin ich und was sind meine Informationen. Und dann setzen wir schon ein ausgedachtes Ich mit seinen Informationen. Wir denken uns einen Denker aus. Wir denken uns einen Denker aus. Dann müssen schon zwei da sein. Ein Denker, der sich einen Denker ausdenkt. Mhm. Das ist wie These und Antithese. Aber was ist die Synthese von diesen zwei? Ja, der sich einen Denker ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt. Und was jetzt hier so wie eine philosophische Spielerei klingt, als Sprachspiele, mhm, es ist die elementare Wurzel deines eigenen Daseins. Du Geist bist als Ding an sich ein absolutes Nichts, weil du ich bist. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, das Intimste, was dir überhaupt widerfahren kann in deinem jetzigen Dasein als Brösel, wie ich das nenne, als Trockennasenaffe, das ist, dass ich in dir auftauche und dir erkläre, dass du ich bist. Was bin ich? Ein absolutes Nichts. Das Zentrum von allem. Ja. Da gibt es ja viele Versuche. Heute Morgen, ich mache wieder Brösel-Geschichte, wenn man so nett in ein Selbstgespräch unterhalten. Was ist eigentlich ein Selbstgespräch? Da erzählt sich irgendwer etwas selbst. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser irgendwer und wer ist das etwas, dem das erzählt wird? Mhm. Das ist eine sehr eigenartige Art zu sprechen, aber es ist erst einmal nötig, dass du hier in ein Bewusstsein kommst, dass du dich wirklich auf das konzentrierst. Das ist ja wie ich dich. Du musst dich auf was konzentrieren, das du selbst bist. Ja. Mir fällt jetzt da gerade so spontan ein. Ich lasse das einmal schnell laufen. Dadurch den Bildschirm übertragen. Ganz kurz, kleinen Moment. Das ist die klassische Bildschirm da. Da hören wir jetzt mal kurz rein,
das ist ja der klassische Stand von Esoterik, wo ich jetzt sage, in einer höchsten Ausformung. Je, ein Umgeschalte ohne Ende. Habt ihr das Bild? Ja. Ja. Wir haben hier meinen Freund Karl Renz. Jetzt das da mal, der Pixelmännchen. Und ich sage immer wieder, von den ganzen Esoterikern, die du dir jetzt ausdenkst, die ich in deinen Arbeitsspeicher greifbar gemacht habe, kannst du ja mal auf Jetzt.tv gehen und so weiter mit den Satsangs, das ganze Zeug. Ich behaupte jetzt erst einmal, die große Masse sind Schwätzer. Es gibt aber immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Das ist übrigens eine Sache, was ich seit 20 Jahren jetzt, du merkst schon, wenn ich sage 20 Jahre, denkst du dir zwanghaft eine Vergangenheit aus. Es ist hundertprozentig sicher, es ist ein Fakt, dass ich jetzt das Wort Kohärenz ausspreche und jetzt das Wort 20 Jahre ausspreche. Und das Faktum besteht darin, dass wir uns jetzt eine Vergangenheit denken aufgrund dieser Worte, die aber jetzt gedacht wird. Das war niemals in der Vergangenheit. Das ist das ewige Jetzt. Mhm. Und in Bezug auf den Kohärenz, wenn du seine Videos anschaust, jetzt reden wir wieder normal auf der Bröselebene, dass nicht so kompliziert wird. Ich sage, wenn es einen Karl Renz geben sollte, der jetzt nur ein Gedanke von uns, von mir ist, ich bin ja du, das ist einer der ganz wenigen, der das Wesentliche wirklich verstanden hat. Einer der ganz wenigen. Aber das müssen wir gleich wieder streichen, weil es ein Gedanke von uns. Ein Gedanke wird es niemals verstehen. Was er nicht weiß, das ist jetzt immer die zwei Seiten, das dauert nicht lang, kann man so mal reinhören. Das ist die klassische Grunderkenntnis eines wirklichen Erleuchteten, den es eigentlich überhaupt nicht gibt. Es gibt keine Erleuchteten. Hat jetzt unser Yoga ein kleines Konstrukt dazu gemacht, als ich bin absolut froh, dass ich hier, der zitiert jetzt den Renz aus dem Video, keinen sehe, den ich helfen kann. Du kannst einen Gedanken von dir nichts helfen. Das ist so einfache Udo-Erklärungen. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Nee, wenn ich mich lustig mache, dann, oder ich freue mich über mich selbst, dass es in keinem dieser Fälle von irgendeinem sogenannten Erleuchteten einen Erleuchteten gegeben hat. Und dass allein die Idee von einem Erleuchteten schon ganz schön dumm ist. Ob du das jetzt erleuchtet nennst oder ob du das Gott nennst, es ist eine vergängliche Erscheinung, sobald in dir eine Information existiert, selbst wenn du an Gott denkst, ist das ein Geschöpf, das du dir ausdenkst. Mhm. Also den Geist, den ich das jetzt erzähle, und ich betone immer wieder, du Geist bist ein absolutes Nichts. Ich sage seit 20 Jahren in einem einfachen Satz, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du, das ist eine Information von dir. Und sobald du an was anderes denkst, ist es weg. Jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Wo hast du ein Problem damit? Das ist das, was ist. Das ist hundertprozentig sicher. Da brauche ich keinen Intellekt, um das zu verstehen. Um das zu verstehen und zu erkennen, muss ich selbst Bewusstsein sein. Rot gelesen. Dieses Bewusstsein ist etwas, was nicht existieren kann, weil es ewig ist. Mhm. Und ich kann einfach nur darauf hinweisen, dass durch die sogenannte Erleuchtung kein Erleuchteter geschaffen wird und nie geschaffen wurde. Da bin ich in der Tradition von Buddha und diesen ganzen, wie auch immer so, die immer gesagt haben, es hat nie einen gegeben, der realisiert hat. Es hat nie einen gegeben, der erleuchtet wurde. Weil dafür hätte es erstmal einen Unerleuchteten geben müssen. Und den zu finden, ist halt unmöglich. Das sind jetzt die zwei Seiten. Schau bitte das kleine Bild unten an. Ich sage immer wieder, ein Erleuchteter und ein Nicht-Erleuchteter. Unser Plus 5, Minus 5 ist immer mein einfaches Symbol. Ein Gott im Himmel oben oder ein Gott unten tief, unten im Meer, was in mir auftaucht. Was ist die absolute Mitte? Was ist in deinem Leben wie ich dick? Wie ich in der absoluten Mitte? Diese Mitte, dieses Nihilo, aus dem alles entspringt. Das ist immer diese zwei Seiten zuerst einmal. Das ist eine Grunderkenntnis. Wenn du den Punkt einmal erreicht hast, als Geist, und jetzt kommt immer Geist als Geist, du bist Geist, das kann man nicht erreichen. Ich sage, das, was du bist, kannst du nie erreichen. Das sind jetzt die Aussagen, decken sich komplett mit dem Karl. Das ist nichts Neues. Jetzt, wenn ich schon wieder sage, das ist, seit Ewigkeiten ist das so. Du musst dich lösen, dass wir irgendeine Vergangenheit haben, ob du dir jetzt sagst, die Menschen vor 2000 oder vor 4000 Jahren oder ob du dir in Urknall denkst, vor 13 Milliarden Jahren. Das sind alles Sachen, die jetzt gedacht werden, aufbauend auf ein Wissen, das du geistlos nachäffst. Mhm. Es gibt ein schönes Video mit dem Karl Normalgerede. Das ist ein Interview, das ist
einer seiner ernstesten Szenen, ich rede jetzt einfach von einem Bitzelmännchen, und verstehe, was ich damit ausdrücken will. Und da fragt ihn eine Journalistin, ob er erkennt, ob einer das verstanden hat, was er versucht zu erklären, zu lernen oder was nicht verstanden hat. Und dann wird er ganz für einen kleinen Moment, wird er ganz ernst im Gesicht. Und er sagt, er muss bloß im Mund aufnehmen, ich merke es in der ersten Sekunde. Und das ist eine absolute Gewissheit in der Physiognomie. Und da muss ich sagen, das stimmt. Wenn es einen Call geben sollte, ich könnte jetzt sagen, ein Geistesfunk mit einem Call-Programm, es bezieht sich eigentlich auf die Logik, auf den Intellekt, den Schwamminhalt seiner Lebenserfahrung. Es ist meine Lebenserfahrung, es ist unsere Lebenserfahrung, weil der vom Bücherregal ist sämtliche rote Ichs in Verbindung mit entsprechenden blauen Ichs. Und das ist ein blaues Ich, ein Programm, ein Leben, wo dieser tiefste Punkt der Erleuchtung, ich rede jetzt rot gelesen, E2R, dieser E2-Kopf, die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, dieser Geistesfunken hat diesen Punkt erreicht. Zu wissen, was er selbst ist und was seine Gedanken sind. Einer der ganz wenigen, und das ist jetzt nicht der Call, den wir uns ausdenken, sondern das rote Ich, das mit dem blauen Karl-Renz-Programm dieses Lebensbuch durchlebt hat und jetzt am relativ auch in der letzten Phase des Lebens, chronologisch gesehen, dieses Mensch-Daseins, dieses Buch auf den letzten Seiten wirklich versteht, um was sich das Ganze dreht, um einen selbst, weil man immer der absolute Mittelpunkt ist. Ja. Und das andere sind Gedankenwellen. Schau das kleine Bild an, die in dir auftauchen, kommen und gehen, aufbauend wie ein Computerprogramm. Das ist das Spiel. Das ist die Ausdrucksweise. Es ist in allen heiligen Schriften wird dasselbe gelehrt. Hören wir uns mal ein bisschen noch mit rein, weil es interessant ist, wenn man dann die Sprache macht. Das ist halt immer diese ultimative Medizinform dieser Garte, das Ganze. Versucht den zu finden, der nicht erleuchtet ist. Und im Nichtfinden dessen, der nicht erleuchtet ist, erübt sich überhaupt die ganze Frage nach Erleuchtung. Das nennt man Erleuchtung. Nämlich im Nichtfinden von dem, was du bist, das zu sein, was in keinem Umstand findbar ist. Vom Nichtfinden, wie will ich ein absolutes Nichts? Es ist ein nicht gedachter Gedanke, kann ich einen nicht gedachten Gedanken finden? Wenn Information gleichzusetzen sind mit Gedankenwellen, wo kommen diese Wellen her? Aus dem, der immer ist. Aber das, was im Meer ist, und jetzt kommt der schöne Sprung, wo der Karl auch nichts weiß, dass dieses absolute Nichtwissen von sich selbst, dass ich ein absolutes Nichts bin, immer wieder an die zwei Seiten denke, umso größer ich dieses Meer, dieses Nichtwissen, ein Meer von Nichtwissen mache, umso mehr werden auch die Wellen, die Gedankenwellen, die Wissenselemente. Zu einem absoluten Nichts gehört ein Alles. Das sind die zwei Seiten. Und das erkläre ich jetzt Holofeeling, das ist das Programm, dieses allumfassende Wissen, das dir zuerst einmal erklärt, dass egal was in dir auftaucht, was zu existieren beginnt, ist eine Facette, eine winzige Gedankenwelle, ein Spritzer, der aus diesem absoluten Nichts herausspringt, das genau genommen alles ist, bloß in der Einheit. Das ist die Implosion, alles unendlich viel wird auf einen einzigen Punkt konzentriert. Das Zentrum, wir haben schon wieder das Zentrum, den Kentrum, den Stachel, was ja eigentlich Zentrum als Mittelpunkt, mit L-Punkt, mit Gott, mit dem absoluten Nichts in einem Punkt. Ja. Und aus dem entspringen unendlich viele Gedankenwellen. Das ist das Ganze, findest du auch in der Religion der Naturwissenschaft und der Arithmetik. Das ist jetzt das mal unser Einheitskreis. Das ist das Einzige, indem du eben dich nicht findest, findest du raus, dass du nicht etwas bist, was findbar ist. Das ist, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? So einfach mache ich das als Udo. Egal an was du jetzt denkst, es baut sich in dem Moment, denkst du an etwas und es baut sich in dir eine Information, eine Gedankenwelle auf. Das ist jetzt eine extreme Vereinfachung. Mhm. Und du bist der Einzige, der träumende Geist ist der Einzige, der diese Information sieht, kein anderer. Ja. Und wenn du jetzt als Brösel unter Brösel in der totalen Vergessenheit dich befindest, da muss dir klar sein, dass die anderen um dich herum schon ausgedachte Dinge sind. Das sind meine Kisten.
Und die werden so sein, wie sie von dir geträumt werden, und die werden das wissen und das glauben, was du denkst, dass die wissen und glauben. Und es ist jetzt gleichgültig, ob du als Brösel und der Brösel das sinnlich, als sinnlich wahrgenommene Information vorliegen hast, in einem ständigen Wechsel, oder ob du vielleicht nur ein Buch, eine Zeitung, ein Schriftstück vor dir liegen hast, sinnlich wahrgenommen, und aus den Worten dir jetzt irgendwelche Menschen, Politiker, vergangene Philosophen, Wissenschaftler ausdenkst. Die bauen immer auf, dann du hast Worte vor dir und du baust auf den Worten Wissen auf. Und jetzt kommt Holofeeling, das geht noch einen extremen Schritt weiter, wie jetzt diese Grunderkenntnis. Das, was hier die Erkenntnis von einem Karl Renz ist, normal gesprochen, ist schlichtweg und einfach, was er selbst ist und was seine Gedanken sind. Und jetzt müssen wir dich das Rote mal mit reinmachen, weil egal, was du denkst, wenn du an dich selbst denkst, es ist etwas nicht Denkbares. Und alles andere ist vergänglich. Aber wie das genau funktioniert, da weißt du ja natürlich auch nichts davon. Aber das ist ja gar nicht nötig. Darum sage ich, der erste Schritt, ich erkläre dir, was du bist. Und das ist das allererste, was für dich hundertprozentig sicher sein muss. Und es ist das Einfachste der Welt. Es ist hundertprozentig sicher, dass dein Körper nicht existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Also kannst du dieser Körper, den du besitzt, für einen Moment, für einen Gedankenaugenblick, wenn du dran denkst, für eine sinnlich wahrgenommene Information. Es ist ein Kommen und Gehen. Jetzt könnte ich wieder sagen, Schnipp, jetzt denk an deine zwei Beine deines Körpers, denk an die Zehen und wackel mit den Zehen an den Beinen. Das sind so einfache Beispiele. Dann sind die da, aber nicht lange. Das gilt für deinen ganzen Körper. Es ändert an dir selbst, an der 200 Gramm rotigen Nähte überhaupt nichts. Noch diese einfachen Beispiele, wenn du jetzt auf der Bröselebene, wie ich sage, als Mensch unter Menschen, als Affe unter Affen, das ausprobierst mit deinen Mitmenschen, muss dir klar sein, du bist das einzige Bewusstsein in deinem Traum. Alles, was existiert, ist Erschim-Affenes. Es sind Affen. Affinitäten. Eine Affinität, ein Effekt. Off. Schalte das einfach aus. Das OFF. Und das ist im Frieden. Frieden, hebraisiert, die Frucht des Paradieses. Das ist der Frieden. Das sind jetzt Worte, wir beschreiben mit Worten etwas, was gewusst werden kann. Du kannst wissen, was du selbst bist. Du wirst es aber nie in irgendeiner Form von Existenz denken können. Weil dann entsteht eine vergängliche Erscheinung in dir. Selbst das Wort Gott ist was Existierendes. Ein Gott im Himmel oben. Ob Gott existiert oder nicht, tausende Male bin ich drauf eingegangen. Gott kann nicht existieren. Wenn das einer behauptet, sage ich, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Aber um zu sagen, er existiert nicht, muss ich mir jetzt erst an Gott denken oder irgendwas anderes denken, wo ich dann sage, das gibt es ja nicht. Aber damit wird es ja, um etwas zu verneinen, zu negieren, muss ich jetzt erst einmal das denken, von dem ich dann behaupte, dass es das nicht gibt. Das sind wieder die zwei Seiten. Das ist ein Widerspruch in sich selber, der eine vollkommen neue Qualität ergibt, in dem Moment, wo du das Prinzip verstanden hast. Aber jede Empfindung, die du als real nennst und diese Empfindung, aber wenn du wirklich mal hinguckst auf die Empfindung von ich oder irgendetwas, ist du sofort wieder weg. Siehst du? Das ist doch nichts Neues. Da muss ich doch nicht stolz sein. Die größere Frage, die sich stellt, was ist in mir drin, dass ich das nicht wahrhaben will? Was ist die Ursache, dass ich mich massiv dagegen wehre, wenn ich das nämlich verstanden habe? Vor was habe ich eigentlich Angst? Vor was hat ein absolutes Nichts Angst? Dass es zerstört wird? Dass es mich in der Zukunft nicht mehr gibt? Was ist Zukunft jetzt? Zukunft hat bis jetzt nicht existiert. Jetzt existiert das Wort Zukunft und du baust wieder eine Vorstellung in dir auf. Indem du dir jetzt was in die Zukunft denkst, das schwarzes Loch, wo du, ich weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert. Ich sage, in der Zukunft passiert gar nichts. Das sind die Sätze. Es ist hundertprozentig sicher, alles, was passiert, passiert jetzt. Es ist auch in der Vergangenheit nichts passiert. Du würdest niemals, du Geist, wurdest niemals in der Vergangenheit von einem Trockenhausaffenweibchen geboren. Das sind Gedanken, die du jetzt denkst, die aber nur existieren, wenn du sie jetzt denkst. Und das trennt die Spreu vom Weizen. Da muss ich noch keinen Intellekt haben. Das ist halt diese Aufmerksamkeit von dieser, dieses, wer bin ich? Wenn man wirklich mal diesen Konzentrationslager sich befindet, nämlich, wo das sich auf Ein alles. schönes Wort, ein Konzentrationslager, ein großes Lager, in dem sich alles konzentriert auf einen allereinzigen Punkt, der Gott ist. Der Urknall, bevor er geknallt hat, sage ich als Bruce Ludo immer, in deinem Traum. Was ich nicht konzentrieren kann, konzentriert, verschwindet es. Weil das, was sich konzentriert, ist nicht findbar.
Das geht von der Welt, dann verschwindet die Welt, dann geht es zum Geist, dann verschwindet der Geist und sogar noch das Ich verschwindet in der Konzentration dessen, was das ist. Also wenn dann, wenn die Wahrnehmung sich wirklich mal voll konzentriert auf das Wer in Ich, verschwindet es automatisch und es bleibt als das übrig. Es, mein Schwind ist E Quadrat S. E Quadrat Energie in der Einstein-Formel Physik ist auch eine Religion und es steht rot gelesen fürs Bewusstsein. Was es nicht sein kann, das ist alles. Mehr nicht. Aber das braucht doch keine Evolution oder irgendetwas. Das ist einfach nur, wenn du in der Evolution ist nichts, was von der Vergangenheit in der Zukunft sich ausdehnt, sondern die Sprache sagt einfach exvolvere, ein Herausrollen und auf jedes Herausrollen, und jetzt kommt schon die Falle, folgt wieder ein Zurückrollen, wenn ich mir chronologisch eine Welle vorstelle. Aber alles, was entsteht, entsteht jetzt und alles wird auch jetzt wieder zerstört, weil es gibt bloß jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und ob jetzt irgendeine Figur in deinem Traum sagt, es gibt ja nur hier und jetzt. Ich tausende Male erwähne ich die ganzen ESO-Köpfe, die geistlos nachäffen, im Traum von uns geträumt. Immer dran denken. Hör auf, irgendeinen Gedanken, den du denkst, vorzuwerfen, dass er so ist, wie er von dir gedacht wird. Setze für das Wort Gedanken Mensch. Setze für das Wort Gedanke eine politische Partei. Setze für Gedanke eine religiöse Strömung. Sie wird für dich so sein, wie du dir das denkst, in dem Moment, wo du es denkst. Aber sobald du an was anderes denkst, ist es wieder weg. Ja. Das heißt, Freiheit in einem absoluten Sinn beginnt erst einmal, wenn du das loslassen lernst. Durch ständiges Wiederholen immer derselben Strukturen hängst du fest wie ein Hamster im Laufrad. Das ist täglich Christus mal mit dir. Mhm. Dann hast du immer wieder was begriffen. Ich habe es begriffen. Begreifen heißt, ich bin noch in einem Reifen, in einem Reifezustand. Merkst du, wie das Wort Reifen jetzt plötzlich eine vollkommen neue Perspektive kriegt? Da gehen wir vielleicht dann auch noch mal kurz drauf ein. Dein eigenes absolutes Konzentrationslager gerätst, in dem die Gnade in mich wach wird und gnadenlos alles fallen lässt, was keine Gnade ist. Nämlich auch die Idee von Gnade einfach gnadenlos fällt und nur noch das übrig bleibt, was Gnade ist, aber keine Gnade kennt. Das ist der Wechsel, das ist die rote Liebe. Die kennt keine Gnade, weil sie selbst die Gnade ist. Sie kennt keine blaue Liebe, weil sie die rote Liebe ist. Die rote Liebe ist allumfassend. Die blaue Liebe ist selektiv. Du setzt mit dem Satz, das kann man jetzt eigentlich gut sein lassen, das ist, bleibt sich gleich. Da kommt dann noch eins, das sind so kleine, die Kohärenzen alle gut, mehr oder weniger, wenn er sich dann abmüht, oft in, wenn er eh so, jetzt denken wir uns das natürlich anhand von Videos aus. So, jetzt müsste Udo wieder da sein, hoffe ich. Das ist, da ist nichts Neues. Jetzt ist der große Unterschied, dass wenn du in Jetzt-TV solche Kanäle aufmachst und dann sind die ganzen Satzaklehrer, die dir dann irgendwie viele Bücher verkaufen, das sind ganz unscheinbare, die super, ich könnte jetzt eine Handvoll Leute sagen, wo ich immer sage, wenn es die geben sollte, der Geistesfunke mit dem Programm, der hat es verstanden, nicht begriffen, sondern verstanden. Der Karl Renz ist einer der ganz wenigen davon, die du prinzipiell bisher am Rande vielleicht schon einmal in deinem Leben aktiviert hast. Was soll man jetzt hier für einen Anruf? Was ist denn dann da schon wieder? Das ist gut. Du hast mich jetzt angerufen, Helene, angeblich. Ist auf meinem Bildschirm. Hast du nicht mitgekriegt? Ah, Helene? Helene ist Standbild bei mir. Ja, genau. Vielleicht raus, sozusagen. Naja, Technik. Ich weiß zwar nicht, was die rausgehört hat, was sie gemacht hat, aber schauen wir mal. Ist wurscht. Hast du dich rausgeschalten? Nein, ich hab mich nicht gerührt. Du bist irgendwie rausgeflogen, dann hast du wieder angerufen. Das ist halt das normale Leben. Jetzt kann man sagen, warum ist das? Was denkst du dir aufgrund dieser Situation aus? Nichts. Es geht um eine schonungslose Selbstbeobachtung. Du hast jetzt einfach nur die ganze Zeit, du Geist, die ganze Zeit einen Monitor vor dir gehabt.
Du hast jetzt hier Videos, du interpretierst, du hörst Geräusche und baust Vorstellungen auf. Ich versuche dir zu erklären, was du selbst bist. Der einzige konstante Parameter in deinem Traum bist du selber. Und das sind die einfachsten Sätze. Solange du einen einfachen Satz nicht verstehst oder einseitig falsch auslegst, und du wirst irgendwann einmal für dich, und ich rede jetzt mit dem Geist, der sich hier eine komplett mit einem träumenden Geist, der sich komplett eine eigene Traumwelt ausdenkt. Was ist die Ursache für die Traumwelt, die du erlebst? Es ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und die Ariane, den Namen, den ich jetzt sage, ist einfach nur eine Bezeichnung für einen ganz bestimmten Intellekt, für einen Charakter, Api. So immer wieder, das hebräische Wort für Charakter ist API, im normalen Buchstaben. Ich kann auch sagen Aleph, Pet, J. Das heißt, gelesen, schöpferisches Wissen eines Intellekts. Blau. Das ist dein Charakter. Ich nenne das gern Programm. Und dich, Geist, nenne ich gern einen Computer. Einen Rechnungsführer auf Hebräisch, das hebräische Wort für Computer. Einen Rechnungsführer. Und dieses Programm macht die Bilder. Das ist das, was du im Arbeitsspeicher hast, ist dein Intellekt. Alles, was in dir auftaucht, entspringt aus diesem Intellekt. Auch die ganzen Philosophen deiner Weltgeschichte, die Menschen, die Roman- und die Märchenfiguren. Ist hochinteressant. Du denkst jetzt an irgendwelche Menschen, denen du auch wieder eigene Charaktere zusprichst. Das ist relativ, da gibt es Gute und Böse. Der Hannibal Lecter hat einen anderen Charakter wie Rumpelstilzchen oder Dornröschen oder Schneewittchen. Es gibt so viele Charaktere und jetzt ist schon hochinteressant, dass bei vielen Charakteren sagst du, die hat es gegeben in der Vergangenheit und das andere sind nur fiktive, Hannibal Lecter ist ja nur fiktiver Märchen, ein, aus einer Story, aus einer Geschichte, ein Charakter, den es in Wirklichkeit ja nicht gegeben hat, eine Romanfigur. Aber wer bestimmt das alles? Dein Intellekt? Ich nenne es einfach dein Programm, dein Schwarminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Und jetzt kann ich mit Nachdruck wieder sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dieses einfache System verstanden hast. Du bist ewiger Geist, du bist ein absolutes Nichts. Jegliche Form Angst zu haben, dass du selbst zerstört wirst. Ein absolutes Nichts kann nicht zerstört werden. Aber schon ein ausgedachtes absolutes Nichts ist ja schon wieder etwas. An was denkst du, wenn du an nichts denkst, an das Wort Nichts? Was für eine Vorstellung baut es in dir auf, das Wort Nichts? Es kann gewusst werden, was das Wort Nichts bedeutet, aber es gibt keine existierende Vorstellungskraft, außer dass du das Wort Nichts denkst, das ja wiederum nichts ist. Ich meine jetzt rot gelesen nichts ist. Blau gelesen ist es das Geräusch Nichts oder das geschriebene Wort Nichts. Diese Erkenntnis, und das ist jetzt, schreib dir das ganz, ganz tief in das rote Herz, ist tausendmal wichtiger wie jeder Lottogewinn, jeder Wunsch, den du jetzt mit deinem Programm dir ausdenkst, reich zu sein, glücklich zu sein, dass die Menschen glücklich sind, dass keine Menschen oder Tiere mehr leiden müssen. All das ist geistlose Hirnwichserei, weil die Dinge gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Sie sind alle in der Heiligkeit, bis sie von dir ausgedacht werden. Inklusive, wenn du an dich selbst denkst. Dann verlässt du die Heiligkeit in eine Welt, diese Einheit, in eine Welt von Vielheit. Und dann kannst du was erleben. Und alles, was du erlebst, erlebst du in Form eines Traums. Ein T-Raum ist ein Spiegelraum. Und jetzt kommt Holofeeling, die andere Seite, die für dich dann von in der Esse sein wird, in dem Moment, wo du ohne den geringsten 2FL, zwei Facetten in Gott, ohne den geringsten Zweifel, weißt, was du selbst bist und was deine Gedankenwelt sind. Dann wirst du anfangen, dich dafür zu interessieren, wie funktioniere ich eigentlich? Wie mache ich Welt? W-E-L-D, wie mache ich in mir einen Ballonrand? Welt, ein doppelt aufgespannten Ballonrand, ein Brandopfer, indem ich ständig den Ballonrand verändere, weil ich jeden Augenblick opfere, um einen neuen Gedanken aus mir herauszudenken. Die Gedanken, die ich jetzt wieder aus mir herausdenke, als träumender Geist, wann aber immer die ständigen Wiederholungen, Variationen von Variationen sein, solange ich immer nur auf dasselbe Programm zurückgreife. Mhm. Auf denselben Intellekt. Ich kann auch sagen, auf denselben Glauben.
Unser Gall, unsere Welle oder unser geistiges Licht ist die Schöpfung von aufgespannten Polaritäten. Holofeeling überragt das Wissen deiner Menschheit um geistige Welten und ist auch reine geistige göttliche Physik. Das ist jetzt immer in deiner Basic-Logik, wenn ich darauf hinweise, dass ich versuche, dir etwas in deiner Logik zu erklären, die du fassen kannst, die du nachvollziehen kannst, was in deiner Logik gar nicht erklärbar ist. Da habe ich so kleine Beispiele mit Basic und Windows, dass du deine Logik, deine Basic-Logik ausreizen kannst. Du hast nämlich die Möglichkeit, mit Basic Physik zu studieren und Chemie zu studieren. Mhm. Religionswissenschaften, Theologie zu studieren. Du kannst dich auseinandersetzen mit dem jüdischen Glauben, mit dem buddhistischen Glauben. Jetzt gibt es natürlich viele jüdische Strömungen. Du hast es viele christliche mit dem christlichen Glauben. Es gibt viele christliche Strömungen. Und du wirst jetzt konfrontiert mit einer unendlichen Vielheit von Wissen. Und ich sage, jetzt geht es nicht um Vielwisserei, was ist die Einheit davon? Sagst du mal, was ist wichtig? Aus welchem Punkt springt das alles heraus? Es ist hundertprozentig sicher, dass alles, was du dir ausdenkst, sagst du mal, aus dir selbst kommt. Yeah. Aber dich selbst gar nicht verlassen kann. Es wird immer in dir selbst bleiben, in dem absoluten Mittelpunkt. Es spielt sich in diesem Mittelpunkt ab. Aber du kannst eine Peripherie dir um dich herum ausdenken. Das sind deine Gedankenwellen. Wenn ich immer sage, es spielt keine du selbst, du Geist, spielst selbst keine Rolle als Ding an sich, aber durchaus in deiner Personifizierung als Brösel. Mhm. Weil du denkst ja viele Brösel, viele Menschen aus, sagst du mal Körper aus und du sagst, der Körper bin ich und alle anderen bin ich nicht. Und dort dein eigener Körper, wie die anderen Körper einkommen und gehen sind, spielst du eine Rolle. Evolution, Revolution. Herausrollen, hineinrollen, herausrollen, hineinrollen. Aber das Ganze spielt sich in einer Peripherie um den eigentlichen Mittelpunkt ab. Darum hast du in der Physik dann auch den Wirbelsturm. Wir, BL, wir in Gott. Und das Wort Sturm, stur, M, heißt wild. Stur heißt wild, widerlegt, ungeordnet. Obwohl dann doch wieder eine Ordnung da ist. Es ist immer wieder die Frage, was betrachte ich als Ordnung? Kann man ganz leicht beantworten, das, was mir logisch erscheint. Alles, was mir logisch erscheint, betrachte ich als Ordnung und was mir unlogisch erscheint, ist Unordnung. Die größte Unordnung, die es überhaupt gibt, ist das Chaos. Das Tohuwabohu. Das führt uns dann gleich in meiner Schöpfungsgeschichte, in dem Schöpfungsprogramm der Tora ganz an den Anfang, wo dann die Finsternis ist. Das Chaschak, ich bin da oft drauf eingegangen, aber das ist jetzt, da brauchst du Grundlagenwissen. Jetzt drum reite ich in erster Linie mal drauf rum, was du selbst bist. Und dann kann man in die Physik reingehen, das ist eine Vielheit. Und das sind immer noch Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und das macht dann Angst und dann kommt, boah, ich soll das alles noch lernen. Ich sage, wie definierst du Lernen? Indem du Wissen, das in dir auftaucht, in Form von Internetseiten oder Büchern oder Geschwätz von irgendwelchen Leuten, die in dir auftauchen. Das ist ja, die äußern ja alle Wissen. Ihr Wissen, offensichtlich. Aber sind das nicht alles Sachen, wenn du träumst, die letzten Endes erst einmal aus dir kommen? Es kann ja nur was in dir auftauchen, wenn das vorher in dir drin ist, wenn du ein träumender Geist bist. Wo kommt das alles her? Aus diesem absoluten Mittelpunkt. Und sobald du dir was ausdenkst, aus dem absoluten Mittelpunkt heraus denkst, denken, die Sprache, die Vatersprache, DN ist geöffnete Existenz und KN, wie existieren, ist das Fundament, die Basis. Ich habe im letzten Selbstgespräch auf das Sis und das Sus hingewiesen. Die Basis und der Jesus. Aber die ganzen Grundregeln, es ist einfach nur viel. Du brauchst ja nur auf die Holofeeling-Internetseite gehen, da kannst du schon mal aus dem Stegreif mit Sicherheit 10.000 Seiten aufschlagen, die da zu öffnen sind, was die Selbstgespräche sind. Das ist natürlich dann sprachlich, wenn man das jetzt noch niederschreiben würde, was ich jetzt erzähle, wird ja noch wesentlich mehr sein. Es ist ja relativ gleichgültig, ob du es mit geschriebenen Worten oder mit gehörten Worten zu tun hast. Und die kommen alle aus dir. Aber die Holofeeling-Seite mit den vielen Unterseiten ist wieder bloß eine von Milliarden von Seiten, die du sonst auch noch aufrufen kannst. Wenn ich auf YouTube hinweise, eine Adresse, wie viele kleine Filmchen sind da drin? Aus wie vielen Bildern und wie vielen Worten besteht wieder eins dieser Filmchen? Also lass dich nicht erschrecken von dieser unendlichen Vielfalt, konzentriere dich zuerst einmal auf die Einheit.
Den kannst du nämlich sofort fassen, das bin ich. Rot gelesen. Sobald ich jetzt aber an mich denke, das Problem hier mit dem Karl, bin ich schon ein Gedanke von mir. Einer von unendlich vielen Gedanken, die ich in der Lage bin zu denken. Aber ich schränke mich ja so extrem ein auf das bisschen, was mein Intellekt hergibt. Und da ich ja dich, Geist, zurzeit zu einem träumenden Geist gemacht habe, hast du zuerst einmal die wunderschöne Erkenntnis, dass du gar nichts falsch machen kannst. Mhm. Ein träumender Geist kann sich nämlich nicht raussuchen, was er träumt. Ich demonstriere dir zuerst einmal, dass du zurzeit absolut unfrei bist. Die Erkenntnis der absoluten Unfreiheit. Jetzt sind wir wieder die eine Seite. Ich rede von absolut. Die Erkenntnis deiner absoluten Unfreiheit erschafft zwangsläufig das Gegenteil, nämlich eine absolute Freiheit, von der du noch nicht weißt, die aber gar nicht existieren kann, wenn in demselben Moment die absolute Unfreiheit mit entsteht. So wie es kein Oben gibt ohne Unten. Du bist die Wurzel für alles, was überhaupt zu existieren vermag. Das ist der Mittelpunkt. Und jetzt gehen wir ganz kurz in die Arithmetik. Gehe ich in einfachen Schriften schon darauf ein, in der Mutation. Das erste große Dilemma, das Dilemma deines Daseins besteht, dass deine Arithmetiker, die du dein hundertprozentig sicheres Vertrauen geschenkt hast, ich rede jetzt gezielt von Arithmetikern, dass die eine Kleinigkeit weggelassen haben. Und bei den Kleinigkeiten, die wirklichen Kleinigkeiten, die systementscheidend sind, ich habe das versucht zu erklären in meinem Kabelsteckerbeispiel. Ich weiß, dass wenn man längere Zeit, Holofeeling, längere Zeit meine ich jetzt nicht chronologisch. Das muss sofort da sein. Es ist, längere Zeit heißt, dass du sehr oft was wiederholt hast. Das heißt, wie oft hast du Sachen wiederholt? Wie oft hast du schon Ich bin du gelesen? Wie oft hast du die 8 ersten Bände, wie oft hast du die schon gelesen? Hast du die überhaupt schon mal gelesen? Aber du wirst merken, wenn du dann die klassischen Schwarz-Weiß-Ohrenbohrungen, dann nenne ich das erst einmal immer 3, das ist Ich bin du Quadrat, das Selbstgespräch, das Erwachen und die Mutation. Das sind dann 3 Bücher, die drauf folgen. Wenn du die dann liest, dann wirst du erst anfangen, die ersten 8 Bände zu verstehen. Obwohl du erkennst, dass es in den ersten 8 Bänden alles schon drinsteht. Oft bloß in einem allereinzigen Satz. Ich behaupte immer, auf die ersten 50 Seiten von Ich bin du, zeige ich dir, ist das komplette Werk drin. Aber extrem komprimiert. Die Sache mit dem stochastischen Denken. Was bedeutet stochastisches Denken? Weil in den ersten paar Seiten schon angesprochen, Ich bin du. Dieses zielgerichtete Denken, die Stochastik. Da wird jeder Mathematiker sagen, ja, das ist Zufallsberechnung. Aber kann er dir erklären, was das Wort Stochastik wirklich bedeutet? Dann müsste er ins Altgriechische gehen. Dann würde ihn auch auffallen, was das Wort Automatik und Mathematik bedeutet. Ich verändere ja nichts an dem bestehenden Wissen. Das ist das Verrückte. Bei Holofeeling erkläre ich dir nicht, was richtig und verkehrt ist, sondern ich sage, jeder Gedanke, den du denkst, ist ein Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen, das nicht verändert werden darf. Sonst kannst du das Puzzle nochmal zusammensetzen. Und jeder Gedanke kann man jetzt aufzoomen. Jede Religion, jede Strömung einer Religion sind Puzzlestücke von dem unendlichen heiligen Ganzen, das aus 2 Seiten besteht, nämlich aus einem absoluten Nichts und aus einem absoluten Alles. Das absolute Alles ist unendlich viel und das absolute Nichts ist halt ein absolutes, nicht denkbares Nichts. Das ist die Energie, ich weise immer wieder darauf hin, in der Einstein-Formel. Das ist genau genommen, man macht ja immer E ist mc². Ich kann immer nur darauf hinweisen, da ist das schon passiert, was ich gerade mit der Wurzel sage. Eine Wurzel hat 2 Ergebnisse. Nämlich ein Plus, Wurzel 9 ist plus 3, minus 3. Wurzel 25 ist plus 5, minus 5. Und es wird, um eine raumzeitliche Weltvorstellung zu kriegen, musst du eine Seite weglassen. Das sind Sachen, Kleinigkeiten, ich müsste jetzt fast aufstehen, aber um dir das bildlich einzuspielen. Es sind die Stellen, die ich wiederhole, du hörst es. Als Geist, wenn du dich mit Holofeeling beschäftigst und du nimmst es nicht für voll. Das ist irgendwie logisch. Mein Zeichen ein Quadrat mit 3 Strichen, ein schöner Scherz, ist ein schöner Witz, kann man gut machen, kann man Leute damit verarschen. Zeichen ein Quadrat mit 3 Strichen.
das ist tausendmal wichtiger, wie wenn du jetzt 5 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest. In deiner normalen Vorstellung noch von wichtig, was dich dann frei macht. Es macht dich nicht frei. Besitz besitzt dich. Das, was dich am meisten besitzt, ist das, was du ich nennst und dabei an deinen Körper denkst. Es ist der größte Zustand der Unfreiheit überhaupt, dich mit einer hundertprozentigen Gewissheit, mit deiner Logik gesehen, mit dem Körper zu verwechseln, an den du denkst, wenn du an deinen Körper denkst. Alles, was dir im Hintergrund mitschwingt, dein Corona, das du zurzeit um dich herum über Medien eingetrichtert bekommst, spiele ich dir ein, genau, dass du da irgendwann einmal loslässt, dass du merkst, was für einen Wahnsinn diese von dir ausgedachten Menschen betreiben, die alle freizusprechen sind, weil das deine Gedanken sind, das sind deine Informationen, die werden das niemals verstehen. Erwarte nie, dass ein Gedanke von dir irgendwas versteht. Was ich von dir erwarte, dass du zuerst einmal in einer absoluten Demut als träumender Geist dir Gedanken machst, warum lässt ihr mich das jetzt träumen? Warum ist das jetzt eigentlich? Und dann sage ich zuerst einmal, weil du dir das jetzt ausdenkst. Aber was du dir ausdenkst, sind Gedankenwellen. Gedankenwellen sind das. Und wenn ich jetzt die zwei Seiten mache, da bin ich so oft drauf eingegangen, brauchen wir schon nochmal zwei Seiten. Das ist das Spiel mit den Diapositiv und den Dianegativ. Das ist eine extreme, eine absolut extreme Vereinfachung. Wenn ich jetzt die Grundlagen in dir installiert habe, dass du das akzeptierst, dann werde ich es dir noch viel, viel genauer erklären. Und dann wirst du feststellen, dass mehr alles in der Symmetrie ist. Und dass dieses klassische Spiel, und ich wiederhole das jetzt nochmal, Bildschirm dahin, Ton brauchen wir keinen. Jetzt hoffe ich einmal, dass ich da gleich schnell... Das ist eventuell da. Mal schauen, ob ich es gleich finde. Das gibt es nicht. Dann soll es nicht sein, wahrscheinlich. Dann muss ich es gehen lassen. Das ist zum Beispiel hier, weil das gerade, weil mich das so anlacht. Du hast jetzt zum Beispiel einen Körper, der drei verschiedene Schattenwürfe darstellt. Mhm. Das ist jetzt die das hier mal in einer anderen Form. Mhm. Man kann sogar einen Körper bilden, der je nachdem von welcher Seite du ihn anleuchtest, wie er Dreieck, wie er Quadrat oder wie er Kreis erscheint. Was ist das jetzt, von dem wir reden? Ich finde es nur, dann soll es nicht sein. Ich kann es aber in einfachen Worten ausdrücken, die Sache mit der Wurzel, dass wir zwei Ergebnisse haben. Deine ganze raumzeitliche Vorstellung baut darauf auf, dass du eine Seite der Wurzelbegriffe weglässt. Das heißt, sobald du in einer Formel, in der Physik, eine Wurzel hast, musst du bei der Wurzel, kannst du Null setzen. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Formel dasteht in der Physik oder in der Chemie oder in einer normalen Rechnung, und der Wurzelbegriff ist da und es folgt in der Formel noch irgendeiner Multiplikation oder Division mit einer anderen Zahl, musst du als Ergebnis Null setzen. Weil egal, was unter der Formel, unter dem Wurzelzeichen steht, ist ein Plus-Minus-Ergebnis. Und es wird weggelassen. Jegliche Art von Vorstellungen, dein heliozentrisches Weltbild, all das ganze Zeug sind chronologisch raumzeitliche Berechnungen mit Entfernungen. Und zwar Entfernung, schon wieder das schöne Wort. Die vier Phasen von der Vorsilbe End, ob ich mir was 500 Kilometer weit woanders hin denke oder ich denke mir das 500 Jahre in die Vergangenheit. Es ist hier und es ist jetzt. Von mir gedacht, hier und jetzt in diesen absoluten Mittelpunkt. Ja. Und wenn ich Berechnungen mache, mir fällt jetzt spontan ein, es gibt Videos, habe ich zigfach darauf hingesprochen, in dem alten Mathematikbuch, ich betone noch das Wort Mathematik von 1970, also so ein dicker Schmöger, können jetzt herholen, wo eigentlich schon der ganze Grundgedanke der Mathematik sehr mathematisch dargestellt wird.
von Stochastik, Überzeugung war, aber Stand 1970, ganz hinten war da wegen Computer erwähnt, das ist nach heutigem Stand sowas von lächerlich, weil es war halt 1975, 1970 ist halt 50 Jahre her. Hat sich alles verändert. Das hat es damals noch nicht gegeben, das hat man nicht gewusst. Was aber gleich geblieben ist, ist die Grundarithmetik. Diese Grundarithmetik, und da gehört das Wurzelziehen dazu, mit den zwei Ergebnissen, diese Berechnung der Schiffsbreite mit dem Pythagoras, mit dem Satz des Pythagoras, wo dann dieses Endergebnis in diesem alten Mathematikbuch steht dann noch drin, immer bei Wurzel plus Minus dabei. Ergebnis ist dann, die Wassertiefe ist Wurzel plus Minus Wurzel sowieso, ergibt dann ausgerechnet 75,1 Meter. Und dann schreiben die noch in dem alten Mathematikbuch drunter, plus 75,1 Meter ist die Wassertiefe. Der Wert minus 75,1 Meter, der ja auch entsteht bei der Wurzel, hat keine praktische Bedeutung. Das ist eine der elementarsten Erkenntnisse, wenn du das verstehst. Es ist nämlich ungefähr so, wenn ich mich jetzt auf die Spitze eines Berges denke und ich sage, die Tiefe um mich herum, wenn ich nach unten schaue, hat keine praktische Bedeutung. Ich wäre aber nicht oben, wenn die Tiefe nicht da wäre. Jetzt ist es hell. Die Finsternis hat für uns jetzt keine praktische Bedeutung. Jetzt bin ich gesund. Die Krankheit hat keine praktische Bedeutung. Die Schwierigkeit ist, das eine gibt es nicht ohne das andere. Setze für die eine Seite einen Wellenberg und für die andere Seite einen Wellental. Und jetzt haben wir natürlich unser Thema. Wir haben einen Berg und dann haben wir das Tal. Das ist das chronologische Denken. Du hast nicht verstanden, was es bedeutet, dass alles, was du denkst, jetzt ist. Aber du kannst immer nur in eine Richtung schauen. Das ist unser Dia. Du kannst ein Foto anschauen, ein Diapositiv anschauen, und das wird es ohne das Negativ nicht geben. Es ist ein Auseinanderreißen, wir bleiben mal rein in der alten Analogtechnik, einer schwarzen Fläche, die eingehüllt ist in zwei weiße Papiere, die ich auseinanderreiße, wo dann hier ein gewisses Arrangement, das ist unser Ritter oder die Irene jetzt, schwarze Brille, weiße Brille, was ist richtig, hängt davon ab, schaue ich das Diapositiv oder das Dianegativ an. Und wenn ich die aufeinander lege, geben die Krishna, geben die Gott eine absolute Einheit, das absolute Nichts, in dem alles verbunden ist in der Physik. Du merkst jetzt die Verbindungen eigentlich schon, dass die Symbolik immer gleich ist. Ob gleichgültig, ob es du mit einer Religion zu tun hast, die kann sich aber sehr wohl spiegeln. Ja. Was in der einen Religion positiv ist, ist in der anderen Religion negativ. Der Drache zum Beispiel in den asiatischen Religionen und in den westlichen Religionen. Aber was ist Osten und Westen? Das ist wieder eine Frage der Perspektive, wie mit der rechten und der linken Hand. Und in unserer Kamera Obscura, dieses schöne Gebilde, ich muss jetzt das Bild nicht herholen, wir machen das einmal ganz abstrakt, wir haben zuerst unsere Kammer, ich wiederhole das immer wieder, jetzt muss ich wissen, Kammer heißt Gewölbe. Und wir haben das außerhalb des Gewölbes. Aber jetzt muss ich das spiegeln, das Obscura heißt nämlich die Finsternis, das ist Krishna. Das heißt, wir machen das Außen mal komplett weg. Wir machen nur den Punkt und jetzt haben wir unsere Kammer, das ist deine Traumwelt, das ist dein Kopfkino. Und dann projizieren wir jetzt dreidimensionale Vorstellungen hinein. Wichtig ist, dass Kamera heißt ja Gewölbe. Es wölbt sich aus GE-Quadrat etwas heraus. Mhm. Und W-Oll, Oll heißt etwas hochgehoben und Joch. Und jetzt kriegst du schon deine Gedankenwelt. Das steckt in dem Wort Gewölbe schon drin. Der Geist ist E-Quadrat und der nimmt jetzt eine Form an. Aber die Form, die du von der Feuerbrille hast, das sind zwei Seiten, eine Ecke, und da wölbt sich, das findest du als eine Halbkugel in einem gewissen Maß, was sich aus dir herauswölbt, was aber genau genommen, das klingt obskur, sich nur in dem Zentrum befindet, aus dem sich das auswölbt. Das ist Krishna. Aus Krishna herauswölbt. Und wenn du jetzt die Kamera obskura nimmst, machen wir ja, jetzt hast du die Wurzel, wir haben die zwei Seiten. Ich muss jetzt das Bild nicht herholen. Das heißt, das Klassische, wenn da oben ein Kopf ist, ist der da unten. Oben tauscht praktisch mit unten. Und unten tauscht mit oben. Rechts tauscht mit links und links tauscht mit rechts auf der Seite. Jetzt ist aber noch der große Witz. Darum heißt es immer, ich sage, es ist spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehend, wenn du in deine Ecke reinschaust. Mhm.
in der wirklichen Ecke, nicht nur in der Kante, sondern in der Ecke reinschaust. Jetzt müssen wir aber noch einen Parameter mit dazu geben, das ist nämlich die Z-Achse. Weil jedes, das, was wir uns jetzt vorstellen, egal wo du hinschaust, ist immer Z-Achse. Die Achse, in der was geboren wird, ist jetzt der klassische Spiegeltunnel, Spiegelhüben. Immer dran denken, unsere longitudinal Horizontalachse drehen wir zuerst einmal in die Vertikale, in die Jetzt-Achse, Transversale nenne ich das. Dann lassen wir das umkippen, dass nur noch der Bildschirm da ist, wo alle Bilder gleich sind. Das wäre jetzt praktisch, wenn ich jetzt einen fliegenden Pfeil mir denke, der von rechts nach links oder links nach rechts fliegt. Nach Xenon sind es ja in jedem Moment, denk an die Einzelbilder, sind es stehende Bilder. Es bewegt sich ja nichts durch Raum und Zeit. Was du machst, ist, du verfolgst eigentlich nur einen Blickwinkel. Mhm. Das Bild ist hier und du tust einen anderen Blickwinkel einstellen. Das ist die, kann man natürlich auch nach oben, nach unten machen. Es ist aber immer hier. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Das schreibt dir sogar deine jetzige Logik vor, die du zum Denken benutzt. Darum betone ich, selbst als tiefgläubiger Materialist muss dir klar sein, du Geist wirst erst dann etwas wahrnehmen können, wenn sich in deinem Kopf, wir reduzieren das einmal materialistisch, in deinem Gehirn irgendeine Information befindet. Eine Information, eine Form in dir drin. Dass du natürlich felsenfest hundertprozentig sicher bist, dass das auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Da ist schon ein Frevel, ein klares Zeichen, dass du nicht einmal weißt, was 100% sicher bedeutet. Und ich sage dir jetzt, dir wird auffallen, dass die Menschen um dich herum, die in deinem Traum hier in Erscheinung treten, nirgends anders, die du dir ausdenkst, weil du bist ein träumender Geist, dass hier die absolute Masse, auch alle Professoren, alle hochgebildeten Philosophen nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet, weil ich dir, du dir selbst, ich bin du, ganz leicht beweisen kannst, wenn du dir nicht zuhörst, dass über 99% von dem Zeug, was die äußern, was die sagen und behaupten, dass das hundertprozentig sicher ist, dass man das nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Es ist die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Das sind die Figuren, die ich dir in deinem Traum einspiele. Und immer dran denken, du bist auf einer anderen Ebene, du bist der träumende Geist. Das sind nur Erscheinungen, vergängliche Erscheinungen in deinem Kopfkino, die aus dir entspringen und die wieder zu dir zurückkehren, in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst, wo du sie nicht mehr träumst. Das ist das neue Weltbild, das ist es, die höhere Ebene, das ist das Himmelreich. Rei, der Kopf des Schöpfer Gottes. Das ist Vatersprache und das ist hundertprozentig sicher. Und ich sage immer, von jedem 13-Jährigen sofort überprüfbar, wenn er meine Gedankengänge mitgeht. 13-Jährig ist natürlich jetzt schon wieder eine Vorstellung von etwas, aber die 13 ist schön, es ist der eine, die männliche Eins. Das ist der Erste. Mhm. Er. Ja. Das bist du. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, egal an welchen Körper du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der Zwang, dich möglichst lang am Leben zu halten, ist der vollkommene 2FL. Zwei Facetten, die du denkst, wo du immer nur eine anschaust und du meinst, du könntest irgendwas retten, was du denkst. Ist es so schwer, einfach zu akzeptieren, dass du einen Gedanken, sprich etwas Existierendes in dir, eine Information, nicht am Leben erhalten kannst, indem du den ständig wiederholst. Weil er wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Und du kannst den dann wiederholen. Hochinteressant, da machen wir uns wieder W-I-E. Das macht dein Intellekt. Aber DR sind immer geöffnete Berechnungen und dein Programm ist jetzt ganz interessant, dass du bei meiner 200 Gramm rote Knete merkst, dass das zwar, wenn du dich wiederholst, trotzdem in dem Moment, wo du es denkst, vollkommen neu erschaffen wird. Ja. AFF, die Schöpfung von zwei Facetten. Aber du immer nur eine einzige davon anschauen kannst. Du kannst jetzt nur einatmen und du kannst jetzt nur ausatmen. Du kannst, es kann jetzt nur hell sein oder finster sein, weil sich das widerspricht. Es kann jetzt nur regnen oder die Sonne scheinen. Solange du dich in dieser Einseitigkeit befindest. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn du dich zu dem Geist machst, der sich das ausdenkt? Jetzt denke ich wieder, jetzt denkst du wieder an deine KGL, an deine Kugel, an deine Erdkugel, die von der Sonne angeschienen wird. Das sind Beispiele, die gebetsmannhaft seit über 30 Jahren erkläre.
Und ich habe jetzt viele Geistesfunken, die ich sind, die selbst nach 30 Jahren das immer wieder vergessen. Immer und immer wieder vergessen. Zu glauben, da sind Sachen, wenn du an die Kinder denkst. Sie sind hier und jetzt, wo ist jetzt, ich kann jetzt Helene-Programm machen, wo ist jetzt die Drexi? Wo ist der Michi? Jetzt sind sie da, wo waren die ganze Zeit? Die haben noch nicht existiert. Ich sag dir, denen ist sau gut gegangen. Sie waren in der kompletten Heiligkeit, die waren in dir, in deinem roten Herzen. Aber man muss sich was ausdenken, dass was da ist zum Lieben, dass man das lieben kann. Aber das ist dann immer verbunden mit der blauen Liebe, mit einer selektiven Liebe. Den Menschen liebe ich, die anderen liebe ich nicht. Die rote Liebe ist allumfassend, die macht keinen Unterschied mehr. Ich liebe die, die den Udo hassen, genauso wie die, die den Udo lieben. Ich mache da keinen Unterschied. Es ist nur Spiegelung. Und jetzt zu sagen, wenn wir das klassische Spiegelung nehmen, der vorm Spiegel bin ich ja und der hinterm, in deinem Spiegel bin ich nicht. Du bist weder der vor noch hintern, sondern du bist das Zentrum, aus dem diese Polarität entspringt. Und du kannst dich jetzt entscheiden. Absolut entscheiden heißt, ich bin der Spiegel, aus dem das entspringt. Bleiben wir jetzt aber auf dieser Plus-Minus-Hälfte. Ich nenne es einfach mal vorm Spiegel oder hinterm Spiegel. Hast du wieder eine Spiegelung, weil du felsenfest davon überzeugt bist, dass du der Form, die Form vorm Spiegel bist. Diese sinnliche Wahrnehmung. Nein, du bist der Haar innen. Das heißt, der Spiegel ist ein Nichts und in den Spiegel entsteht ein zweites Nichts, ein Negativ. Das erzeugt dann ein Positiv, das du aus dir herausdenkst. Und jetzt haben wir wieder die Kamera Obscura. Es ist in Krishna. Und das in der Kammer, das ist dein Welttraum. Das ist die Illusion. Du denkst es aus Krishna in den Weltraum hinaus und die Seite hier, die angeblich außen ist in dieser Spiegelung, die ist in dem Punkt, die denkst du ja nicht. Klingt komplizierter, wie es ist. Das ist im Prinzip immer mein kleiner Trick, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Solange du das Prinzip nicht verstanden hast, sagst du, das ist unmöglich. Und wenn du die Lösung siehst, sieh dir ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Und ich sage jetzt ganz einfach, wenn du wirklich verstanden hast, was und wer du bist, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Du hast auch keine Wünsche mehr. Du lebst nicht mehr in dem Wahn, dass du meinst, irgendein bestimmter Gedanke, den du denkst, könnte dich glücklicher machen wie ein anderer Gedanke. Weil du da keinen Unterschied mehr machst. So ist's. Du kannst die Unterschiede beobachten. Das ist dieser Beobachter, von dem ich rede. Das ist die reine Meditation. Das führt auch, was übrigens der Karl dann sagt, übrigens hatte er die Schiene sein Leben lang, wenn du das Karl-Buch gelesen hast, ein Leben, das ich schon längst durchlebt habe. Mit viel Indien und Meditationen und so die großen Meister gehen, das heute kann, musst du ganz alleine gehen. Dass du zuerst einmal erkennst, ich bin, man achte auf meine Worte, ich bin mehr als irgendein Meister, den ich mir ausdenke. Ich bin sogar mehr wie ein ausgedachter Gott. Ich sage, ich bin UB 86 El Hayom. Ich bin das mehr. Aber meine Botschaft ist, dass du ein Teil von mir bist, solange du ein bewusster, ausgedachter Geist, der ein Leben, ein bewusster, träumender Geist bist. Es geht mir darum, dass du zu einem bewusst träumenden Geist wirst. Und das ist die Erkenntnis, dass ich momentan mir nicht raussuchen kann, was ich träume. Aber in einer tiefen Gewissheit, dass jeder Moment, der in mir auftaucht, der beste ist, den es überhaupt gibt, um mich weiter hinzuführen zu diesem absoluten Mittelpunkt, zur absoluten Liebe. Darum sage ich das erste Mal zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Dich vor nichts und niemanden zu fürchten. Dazu brauche ich keinen Intellekt. Ich brauche Aufmerksamkeit. Eine absolute Aufmerksamkeit. Das heißt, mach dich zum Beobachter deines Traums und schau, wie der Brösel, wie dein Programm, dein Intellekt ständig werdet. Du schaust, was da ist. Jetzt. Das ist das, was ich wiederhole. Das ist das, du tust, du machst es noch nicht. Die meiste Zeit. Was ist Zeit? Das sind augenblickliche Momente. Ed. Und dann wirst du feststellen, jetzt ist jegliche Form von Frage, ob das richtig oder verkehrt ist, ob das stimmt oder nicht stimmt, ist vom Tisch. Ja. Das Bewusstsein zu wissen, was jetzt da ist, da stellt sich die Frage nicht, ob das stimmt oder nicht. Es ist oder es ist nicht.
sind übrigens auch zwei Seiten. Und dann kann ich auch beobachten, wie ich werde. Ich, blaues Ich, wie mein blaues Ich, wie mein blauer Intellekt mich ständig in eine Einseitigkeit zwingt. In dieses Gefühl, dass die eine Seite richtig, da muss ich mir natürlich zuerst einmal, müssen zwei Seiten da sein. Ich nenne es einmal jetzt in Bezug auf Corona das Offizielle, immer dran denken, OFF, offiziell. Heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Office, die Bürokratie. Das Büro. Ein aufgeblähter Organismus, das eigentlich nur angezogene Handbremsen sind. Macht er halt. Politik ist nichts anderes. Rechthaberei und jeder, der dir was erklärt, und das ist jetzt ich in den letzten Selbstgesprächen, habe ich ganz massiv darauf hingewiesen. Mal schauen, ob das weiterläuft, weil der ist jetzt bei mir bei der Aufzeichnung umgesprungen. Habe ich ganz massiv darauf hingewiesen, kannst du das, was du glaubst, was du geistlos nachäffst, beschwören? Und was ich dir jetzt beschwöre, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, solange du Meineide schwörst. Ja. Kannst du beschwören, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht? Kannst du beschwören, dass es da außen Viren und Menschen gibt, wenn du nicht an sie denkst? Mich interessiert nicht, was dir logisch erscheint. Die ganzen Zahlen, ob das Arbeitslose sind oder die Menschen, die auf der Erdkugel leben. Es sind einfach Zahlen, die du aufgeschnappt hast, die du vom Hörensagen kennst, wo du mir sagen kannst, der hat das in meinem Traum erzählt, da ist einer aufgetaucht, der hat mir das erzählt, oder da ist in meinem Traum irgendeine Zeitung oder Buch oder Internetseite aufgetaucht und da steht es drauf. Das kannst du beschwören. Ja. Aber nicht, ob das, was du jetzt aus diesen Worten, die du hörst oder liest, die Vorstellungen, die du dir aufbaust, dass die da außen auch dann sind, wenn du sie nicht denkst. Das kannst du nicht beschwören. Und du glaubst es aber. Und du wirst jetzt feststellen, dass die offenbar eigener Definition, darum ist auch die Ursache, dass wenn du an dich denkst, dann an Tropfen außen auf den Körper denkst. Und der natürlich genauso aufgebaut ist, wie man dir das erzählt hat. Kannst du beschwören, dass in deinem jetzt ausgedachten Kopf ein Gehirn drin ist? Kannst du das beschwören? Kannst du beschwören, dass du in deinem Bauch hinten liegen zwei Nieren hast? Das ist alles unheimlich logisch, ne? Was soll dir einer geistlosen Maschine denn logisch erscheinen wie die zwanghaft programmierte Logik? Hätte man dir was anderes erzählt, das ist mein Schwammbeispiel, egal ob es um Religion oder um Physik geht, dann würdest du was anderes, andere Vorstellungen in dir aufbauen. Darum erwähne ich immer in meiner Zeitgeschichte, die Zeitgeschichte, die du jetzt in dir aktivieren kannst, ist ein einziges Sammelsurium von geistlos nachgeäfften Wissen. Das beginnt schon, dass du, wenn du an dich denkst, an einen Brocken aus dem Körper, an einen Primaten denkst. Du bist Geist von meinem Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und wenn du mich nicht sprechen hörst, den ich mir jetzt denke, der mich nicht sprechen hört, das gilt für jeden Gedanken. Ein Gedanke von mir kann mich sowieso nicht hören. Egal, welchen Namen ich jetzt diesen Gedanken gebe. Jetzt passiert aber was Verrücktes, wenn du das jetzt als Brösel und der Brösel deinen Mitmenschen erzählst, wirst du feststellen, dass die alle sagen, das ist total verrückt und das stimmt nicht. Also halt einfach den Mund. Ja. Ich erzähle es nur denen, der sich die ganzen Brösel ausdenkt und nicht irgendeinen Gedanken. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Gesprächs beim Renz. Es gibt auch keinen ausgedachten Erleuchteten. Ich erinnere mich jetzt da so schön jetzt an ein Gespräch, wo eine zu mir sagt, vor vielen, vielen Jahren, schon in zur Almener-Zeit, ich möchte wirklich einmal wissen, wie weit du bist. Ich sage, schau, das interessiert mich überhaupt nicht. Was ich aber hundertprozentig sicher weiß, dass du überhaupt nicht weit bist, sonst würdest du so ein Blödsinn gar nicht fragen. Von weit und weniger weit. Es sind immer die Einseitigkeiten. Das ist die Wurzel des Problems, ist, dass du nicht verstanden hast, was eine Wurzel ist. Eine Wurzel ist, plus 5 minus 5, plus 3 minus 3. Und die entspringt, die Wurzel selber ist dieser Mittelpunkt. Ja. Der jetzt aber kein Mittelpunkt ist, weil der ist ja schon was Ausgedachtes. Ich muss mir einen Mittelpunkt ausdenken. Darum rede ich immer von peripheren Mittelpunkten und von dem absoluten Mittelpunkt, der wie ich, dick, im absoluten Zentrum ist. Wo befindest du dich jetzt eigentlich? Eine Frage, wir müssen zuerst klären, an was denkst du bei dem Wort du? Wer oder was hat dich jetzt das gefragt?
Das sind jetzt erst einmal nur Geräusche. Wo kommen die her? Aus dem Lautsprecher. Wo kommt der Lautsprecher her? Aus der Fabrik, wo er gebaut wurde, in der Vergangenheit. Das ist das, was deine Logik macht. Wenn du mal wirklich diese ganzen Schritte mitgehst, verstreust du das ständig in Raum und Zeit, die Ursachen. Das ist die eigentliche Ursache, ist, weil hier und jetzt, der kommt aus dir, weil du das jetzt denkst. Auch diese Worte, die du jetzt hörst, wenn du träumst, kommen aus dir. So ist. All das ist hundertprozentig sicher. Und es ist erst einmal eine erschreckende, erschienerregende Erfahrung, dass als Brüssel und der Brüssel du das keine mitteilen kannst. Es interessiert keinen. Ganz wenige dann, jetzt mit Holofeeling, ist doch meine berühmten 100 Affen. Aber sobald die wieder meinen, die hätten irgendwas verstanden, das sind doch alles geistlose Schwätzer. Losgemachter Geist. Der Geist bist du. Was ist du? Du ist nicht Ariane, Helene, Irene, Udo oder irgendein anderer. Du ist der, der sich die Brüssel ausdenkt. Du denkst dir doch jetzt dieses Gespräch aus. Und jetzt kannst du ganz einfach beobachten, frag dich doch einfach, wo kommt jetzt das eigentlich her? Und dann wirst du merken, wie volle Breitseite dein anerzogenes Programm in dir läuft. Mit der ganzen Angst, was ist die Ursache von Angst? Da kann ich tausende Male sagen, es ist niemals der Reizauslöser schuld an dem, was du aus dem Reizauslöser machst. Ein Reizauslöser ist zum Beispiel ein Geräusch. Ein geschriebenes Wort, das in dir auftaucht. Ein Gefühl. Das ist, die sagen, das sind deine ständig wechselnden Informationen in deinem Traum und du reagierst massiv mit dieser einprogrammierten Logik, mit Wertungen. Was ist jetzt eigentlich richtig? Wer hat jetzt recht? Gibt es jetzt da außen Corona oder gibt es kein Corona? Das ist vom Tisch, wenn du das zweite Gebot hältst. Ja. Wenn es existiert, existiert es hier und jetzt in dir als Information. Das ist einmal das Allererste. Das gilt für jeden Moment, der in dir auftaucht. Aber wo kommen diese Momente her, die in dir auftauchen, wenn du ein träumender Geist bist? Aus nichts. Creatio ex nihilo. Creatio, eine Auswahl aus dem Nichts. Wer wählt jetzt eigentlich aus, was dann als nächstes auftaucht? Das ist ja, Creatio ist ja nicht nur die Schöpfung. Da haben wir schon das Schöpfen, Herausschöpfen aus El Hayom, aus dem, der immer ist, aus sich selbst. Dann muss ja in dem Punkt unendlich viel drin sein. Genauso ist es. Das ist, und die ganze Physik, die ganze Quantenmechanik ist nichts anderes wie Religion. Und die stimmt. Auch die Perspektiven, die sich zu widersprechen scheinen, zum Beispiel jetzt der Einstein, der sich lange Zeit gegen die Quantenmechanik gewehrt hat, angeblich habe ich aus das Buch heraus, hat man mir erzählt, ich muss aufhören, dass wenn ich was vom Hören sagen kenne, dass ich in irgendeiner Form glaube, dass das in der Vergangenheit war. Was existiert, existiert jetzt. Und wenn das einmal wirklich installiert ist, dass dir das jeden Moment bewusst ist, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und das ist dann der Fall, wenn du vollkommen wertfrei jeden Moment der Geist, das Bewusstsein bist, das weiß, was habe ich jetzt für eine Information. Und zu der Information nochmal gehört auch, dass du mit deinem Intellekt gewisse Reizauslöser, Sachen, die in dir auftauchen, einseitig wertest. Dann ist diese Wertung deine Information. Auch hier, die ist nicht gut oder schlecht oder richtig und verkehrt, sie ist einfach nur. Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn ein Artikel über Corona in dir auftaucht, jetzt taucht wieder auf, die fallen Krankenhäuser. Dann ist sofort, du bist eigentlich relativ gefestigt, das gibt es ja tausende, das ist ja alles Lüge, das sind die, die sagen, das ist Lüge. Nein, ich sage, das ist ein Gedanke, den du jetzt denkst, das ist eine Information. Definierst du das Wort Lüge wieder bloß negativ, dann sage ich dir gleich, du kannst aus dem Wort Lüge auch was Positives machen. Es ist mein ziemliches Beispiel, bei vielen Sachen leuchtet es ein, bei anderen Sachen leuchtet nichts ein, wenn ich immer wieder auf das Dassen-Beispiel hinweise. Und ich sage, wir nehmen jetzt statt der Dasse, Henkel ist rechts, Henkel ist links, das Wort Politik. Rechts ist richtig, links ist richtig. Da stürzten die ganzen Programme ab. Die sagen, das kann man nicht vergleichen. Ich sage, wer bestimmt es? Ich, das ist ein blaues Ich. Du bist der Richter über alles und jeden. Wer bestimmt, dass die Erde eine Kugel ist? Und keine Scheibe ist. Jetzt gehen deine Geschichtsbücher zurück. Wie man bestimmt hat, dass die Welt der Scheibe ist, waren die, die behauptet haben, am Anfang, dass die Welt der Kugel ist, waren Spinner. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo morgen jeder drüber lacht.
Und da gibt es so unendlich, wenn ich Sachen jetzt anspreche, ich sage jetzt, mir fällt jetzt spontan ein Midnight Mass, diese Mitternachtsmesse, ein Netflix-Film, eine Kurzserie, hat ja unsere Ruth, die heilige Bibelfigur, hat er hier mit dem Handy die Schlussszene von dem siebten Teil abgefilmt, glaube ich, der siebte Teil ist es, weil das reines Holo-Feeling ist. Da beschreibt dieser Antagonist, dieses Männchen, dieses Pixelmännchen, ist so die große Frage, wie stellst du dir vor, wenn man tot ist? Das hat sie mit dem Handy grob abgefilmt und dann reingestellt in unseren Chat. Und wenn du jetzt Zugang hast zu Netflix, muss ja nicht sein, kannst du den Film, das ist wieder das typische Netflix-Thema, ich mache jetzt einmal Plus und Minus gleichzeitig, es ist eine wundervolle Geschichte, wie aus jedem Moment selbst die Magnituden so bestehen, wundervolle Geschichten drauf, wenn man die Vatersprache versteht. Aber ich will mal wieder zeigen, wer ich bin, wie genau das ist, dass jetzt in einem Root-Programm, wenn du jetzt glaubst, du bist die Root, dass das in dir zufällig aufgetaucht ist, Zufälle gibt es nicht. Du warst so wachsam, dass du reagiert hast und hast gemerkt, ey, das ist ja das, was der Udo sagt, und hast dann dasselbe nochmal laufen lassen und mit dem Handy in unseren Chat reingestellt. Was viel, viel interessanter ist, was vorher ist, ist nämlich genau im sechsten Teil vorher, ist eine Ärztin, ich kann jetzt die Story nicht erzählen, darum geht es gar nicht, aber sie weiß dann ganz genau hin, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die hat Medizin studiert und es passiert was, was im vollkommenen Widerspruch zu ihrem physikalischen medizinischen Studium steht. Und in einem Gespräch erklärt sie Ignaz Semmelweis. Und dann schaust du mal, wenn du jetzt die Selbstgespräche zurückgehst, habe ich ja, bevor das übrigens passiert ist mit Midnight Mass, habe ich das nochmal ganz vorneweg schon ein bisschen als eine Vorahnung, dass das eventuell in dem Root-Programm auftauchen könnte, was da mit dem Ignaz Semmelweis ist. Zwar erkläre ich das noch wesentlich genauer, wie ich es in den Selbstgesprächen mache. Ich habe das ja nur kurz angesprochen, um was es geht. Entscheidend ist in der Medizingeschichte, dass ich alle Professoren, wir reden hier nicht vom Mittelalter, es ist noch nicht so lange her, zeitgeschichtlich, natürlich immer jetzt gedacht, fast 20 Jahre massiv dagegen gewehrt haben, diese Erkenntnis, die mittlerweile Standard ist, die sogar so überzogen mittlerweile wird mit den ganzen Viren und den Bakterien. Und der war dann so lästig für die. Und jetzt kommt das Problem, das du zu allen Zeiten hast, dass der weggesperrt wurde in eine Irrenanstalt und dann ist er auf mysteriösen Umständen umgekommen. Jetzt könnte man natürlich verschwörungstheoretisch uns denken, es sind alles nur Gedanken. Die haben den weggemacht. Was ein Problem ist, zu allen Zeiten, wenn ich sage, ob das Kriege sind, ob das politische Parteien sind, sobald du jetzt bewusst ausgedacht in einer Bevölkerungsschicht einen gewissen Status erreicht hast, dass du ein ganz toller, weiser Professor bist und jetzt stellt sich heraus, dass alles, was du den Menschen erzählt hast, was ja auch bloß geistlos nachgeäfft ist, Lüge ist, dass jedes Kind eigentlich erkennt, dass das gar nicht so sein kann. Wie würde dein Programm mit einem Schutzmechanismus deines Egos reagieren? Du negierst es natürlich zuerst einmal und versuchst es schlecht zu reden. Das ist bei allen Quantensprüngen der Wissenschaft, der Naturgeschichte ist es passiert. Ich sage immer nur ganz einfach, in deinem Wissen ist Galilei. Die wollten dem verbrennen. Und irgendwann passt man sich an, auch die katholischen Kirchen. Es geht um Geld und es geht um Macht. Und wenn ich feststelle, ich verliere meine Macht, das sind die Kirchen unter Hitler, das sind die Kirchen im Faschismus, das sind immer die scheinheiligen guten Menschen, wo es ich immer ironisch noch sage, du hast in Rom sogar, gibt es eine vatikanische Sternwarte. Der offizielle Stellvertreter, hinderlich, wohlgemerkt, Offizio heißt hinderlich, der offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden, bricht das zweite Gebot. Ich kritisiere übrigens nicht, ich öffne dir jetzt deine geistigen Augen. Es ist nicht diskutierbar, das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt kommt das Schöne, ich begnadige Sie alle, weil ich über das Bewusstsein verfüge, über das Schöpferbewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er so ist, wie ich ihn erschaffen habe. Es sind einfach nur Antagonistenfiguren in einem Traum. Ja. Für mich, von in der Esse, ist der Geist, der, den ich das träumen lasse. Du musst es verstehen. Du musst es erkennen, weil du der Einzige bist, der das erkennen kann und verstehen kann. Ein Gedanke von dir wird es niemals verstehen, egal ob du an irgendeinen anderen Affen denkst, an dich selbst als Affe denkst oder an ein Gehirn, an dein Gehirn oder an ein anderes Gehirn denkst, an einen Gott, nicht einmal dein ausgedachter Gott weiß es.
Außer du denkst dir, dass er es weiß. Mhm. Gott weiß es ja. Aber dann weiß er es trotzdem nicht. Er weiß es dann nur deshalb, weil du, wirklicher roter Gott, wirklich der roter Gott, der das alles aus sich herausprojiziert, aus dem statischen Licht. Das ist übrigens dann das nächste Selbstgespräch von dem Renz in unserem Chat. Könnte ich jetzt einschalten. Da geht es um das Licht, das absolute Licht. Das Ohr ist kein Licht im herkömmlichen Sinn. Es ist Licht und es ist Licht. Zwei Lichter. Schon wieder die Übersetzung, es ist Licht und es war Licht, führt zwangsläufig schon wieder in den Trugschluss, dass in der Vergangenheit ein größeres Licht war wie das jetzige Licht. Es ist ein vollkommenes Missverstehen der heiligen Schöpfung. Es ist, solange du naturwissenschaftlich denkst, hast du nicht begriffen, dass du jetzt in einer Matrix bist und die Grundlage, das, was du erlebst, ist das Programm. Du bist der Computer und das, was du erlebst, inklusive aller Naturgesetze. Eine Weisheit, die ich seit 30 Jahren predigen, du, sind letztendlich aufbauend auf Glauben, auf der Beschwörungskunst, AOB, auf der Beschwörungskunst. Du beschwörst es und es wird immer mehr so in dir auftauchen, wie du glaubst, dass es ist. Darum kannst du nicht übers Wasser laufen, darum kannst du nicht fliegen, darum veränderst du dich übrigens auch vom Säugling bis zum Greis innerhalb deines Lebens. Dieser Alterungsprozess ist ein Alternierungsprozess, das führt dich zu den Nieren. Was machen die Nieren im Körper? Medizinisch heißen die Re-En, zurückkehrende Existenzen. Was machen die Nieren? Die reinigen. Sie reinigen. Das steht schon in deinem Kopf, einigen. Wir können auch Rei lesen am Anfang. Das ist jetzt dieses große Problem, dass wenn du eine Wortkette hast, du einzelne Parzellen machen kannst und kannst die drehen in Rot und Blau und kannst die austauschen und kannst die spiegeln. Das geht im Einfachen, kann man das aber nachlesen, im Jüdischen, im Sefer Yetzira, im Buch der Formwerdung, wo der Sefirotbaum beschrieben ist, wo es da nur das Wort Jahwe, welche Möglichkeiten habe ich, diese vier Buchstaben auszutauschen, spiegle sie, drehe sie um, sehe sie anders. Das ist jetzt wieder die Weisheit der wirklich Weisen der Alten, was alt nichts zu tun hat mit Vergangenheit, sondern mit ursprünglicher. Ja. Was ist der absolute Ursprung? In dem Wort Ur, das ist das hier, W-Uhr. Und dieses W-Uhr, doppelt aufgeht, Du-All, bin ich so oft drauf eingegangen, ist die ZL, die Geburt eines Gottes, wenn ich ZL schreibe. Ich kann das eher vokal rauslassen, die Geburt von Schatten. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei unserem Dia-Projektor. Bei unserer Lampe, die nicht flackert, und dann entstehen plötzlich zwei Lichter. Eine Sonne und ein Mond, ein hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel Licht und ein ausgedachtes Licht, das immer ist. Aber nicht immer, weil es ist ja schon ein ausgedachtes Licht, ist ja schon eine Gedankenwelle. Das ist Schöpfungsgeschichte extrem rudimentär, wo auch nichts chronologisch nacheinander kommt, der erste, zweite, dritte. Das ist eine Aufzählung, meine Wohnung besteht. Zuerst einmal so ein Schlaf, Z im Meer. Das Ganze ist, die Wohnung ist eine Kiste. Die Kiste beginnt mit KI. Das ist erst einmal eine künstliche Intelligenz, das Programm, das eine raumzeitliche Erscheinung ist. D kann man natürlich, wir haben zwei verschiedene T und drei verschiedene S. Wenn wir das 300er S Linkspunkt jetzt hinnehmen, dann wird da Shintaf draus. B, Roshit. Etwas aufbauen, etwas hinstellen in die Kiste. Durch die KI. Wenn man die Grundlagen der Vorsprache hat, ich weiß jetzt, die drei Programme, die ich mir jetzt ausdenke, Ariane, Irene und Helene, die haben jetzt, wenn du die Physiognomie spulst zurück, die haben jetzt geschmunzelt. Alle drei in all drei Gesichtern, diese Pixelgesichter haben jetzt, wo ich das mit der KI gesagt habe, war alles so ein, für einen kleinen Moment so ein, da. Ah, weil die Grundlagen da sind. Andere sage ich immer, du hast Fragezeichen auf die Augen. Weil die Grundlagen fehlen, dann kannst du es nicht anfassen. Es geht hier nicht mehr um richtig und verkehrt und gut und böse, sondern sagst du mal, was ist jetzt? Und dann ist es für mich vollkommen gleichgültig, ob du irgendwelche Verschwörungstheorien, Aluhutträger, Thesen, Querdenker, rechtsradikale Thesen vertrittst oder linksradikale Gutmenschen, Thesen, offizielles Wissen in deinen Medien und Basieren. Ich schwätze noch alle bloß noch. Und jeder greift auf Fachleuten zurück. Das sind dann die 98% der seriösen Fachleute und Wissenschaftler, und alle anderen sind plötzlich unseriös, die dieser Meinung widersprechen. Ja. Ein krankes System ohne Ende. Das Corona wäre schon längst vom Tisch, wenn du losgelassen hättest.
Die Medizin ist nicht irgendeine Impfung. Jetzt kann man natürlich dann wieder sagen, da werden Milliarden verdient, das Geld wird verschoben. Das musst dir vollkommen gleichgültig machen. Es wird dir alles so unendlich gleichgültig. In dem Moment, wo es für dich nicht mehr von Interesse ist, und das ist dann der Fall, wenn du das durchschaut hast, dass du es nicht mehr denkst und dann löst es sich in nichts auf. Es ist mit allen Sachen, gerade wenn du in die Medien reingehst. Ich habe noch darauf hingewiesen, blätter mal in deinen geistigen Archiven zurück und geh in das Jahr 2011, 2010. Ich habe das mit eingespielt mit der Schweinegrippe. Die ganzen Äußerungen der Politik, es war komplett alles dasselbe. Ganz, ganz schlimm, ganz böse. Bloß es hat sich relativ schnell aufgelöst. Ich habe gesagt, wir müssen das einmal nochmal wiederholen, ob du es auch wirklich verstanden hast, ob du loslassen kannst. Das zieht sich jetzt mittlerweile schon über ein Jahr. Gedachterweise, was ist ein Jahr? Was ist ein Chinunhi? Das hebräische Wort Jahr heißt auch schlafen, wiederholen und wiederholen und lernen. Du wiederholst so lange, bis du es verstanden hast. Und in dem Moment, wo du es wirklich verstanden hast, ist vom Tisch. Ist es langweilig und dann ist es vom Tisch. Das ist die Erkenntnis, wenn du meinst, du hast jetzt Mathematik studiert, dass du Mathematik verstanden hast. Du hast nicht einmal verstanden, was der Wurzelbegriff bedeutet. Demütiges Eingeständnis, das ist das Große. Und Demut. Sich das, es geht um dich Geist, es geht um dein ewiges Leben. Wenn du jetzt Arzt bist oder irgendein hochdotierter Professor bist, ein Wissenschaftler bist, es gilt auch allen voran für dich, aber du wirst jetzt ganz massiv mit deinem Ego, das du zu überwinden hast, genau an dem System leiden, das ich gerade beschrieben habe. Die Frage, ob du von den anderen dann als lächerlich dargestellt wirst, dass sich herausstellt, dass du nur Lügen verbreitet hast, dass du in einer Welt von Lügen gelebt hast. Die Frage sollte sich für dich gar nicht stellen, weil die anderen doch nur Gedanken sind. Das ist. Was denken dann die anderen von mir? Mein alter Satz von meinem PC, der ist auch auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Ich sage, die anderen, die du jetzt denkst, die existieren jetzt in dem Moment in deinem Kopf, weil du sie denkst. Wo waren diese anderen, bevor du sie jetzt gedacht hast? Es ist dir doch eingefallen. Du unterhältst dich auf der Brüsselebene mit dem Udo, der erklärt dir was und plötzlich kommt dir was in den Sinn, nämlich andere. Und dann fragst du den Udo, was denken dann die anderen von mir? Ich sage, die du dir jetzt denkst, sind Kisten, die werden das von dir denken, was du denkst, dass die von dir denken. Das ist ja so ein einfacher Satz. Was mich viel mehr interessiert ist, was denkst du jetzt vom Udo? Das musst du mir aber nicht sagen, das weiß ich viel besser wie du selbst, weil ich nämlich du bin. Und zwar ohne Filter, ohne einseitige Wertung. Wenn du ich bist, hast du einen allumfassenden Blick. Dann wird sich die Frage, ob bei einer Tasse der Henkel rechts, links, in der Mitte, wir haben 16 Perspektiven wohlgemerkt, nicht nur die 6, die dir jetzt spontan einfallen als normaler Mensch, die 4, Henkel rechts, Henkel links, in der Mitte gar kein Henkel, von oben gesehen, von unten gesehen. Das ist jetzt deine Perspektive, solange du dir ein dreidimensionales Objekt vorstellst. Es gibt aber nochmal 16, insgesamt sind 16, wenn du das ganzheitlich siehst. Die waren reichlich erklärt, ich spreche das immer nur an. Und man merkt, wie das Ganze dann wächst, insgesamt in einer Sprache, wenn eine eigenständig sich dann Gedanken machen. Du kriegst ja von mir laufend Anregungen, das nenne ich Inspiration. Ich inspiriere dich, da ist der Spiritus Sanctus mit drin, der Heilige Geist. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Spiritus Sanctus in dir. Und meine Botschaft ist, dass du ein Teil von mir bist. Gibt es eine Teilheiligkeit? Das ist wieder eine Frage, die ich nicht mit Ja oder Nein beantwortet haben will. Das ist die große Kunst, sich komplett zu entwöhnen, zu meinen, dass eine Seite besser ist wie eine andere Seite. Ich erkläre dir, es gibt kein Berg ohne ein Tal. Es gibt kein Oben ohne Unten. Wie wichtig ist aber nicht dieser Gegensatz oder dann die 4 Seiten oder die 8 oder die 16 Seiten. Das sind alles Facetten von Facetten. Und jede Facette, jeder Gedanke ist ein Putzzell, ein ausgestreuter Schatten. Ist ja was Ausgedachtes. Kann ich mir etwas ausdenken, ohne dass es aus mir herausgeht? Das gilt doch für jeden Gedanken, den du denkst, der bleibt doch in dir drin. Das heißt, wir haben schon mal zwei Innen, ein absolutes Innen, wo alles drin ist und ein Innen, wo bloß eine Facette in Erscheinung tritt. Und sobald wir uns dann ein Innen, wo eine Facette in Erscheinung tritt, denken, muss zwangsläufig ein inner Ha-All, Ha-All ist das Nichts. Oder der Gott.
Artikel H, Quintessenz. Die Quintessenz ist nichts. Ein außer H all, und dann hängt eben noch ein B dran. Das sind diese zwei oben, zwei und im Einheitskreis die vier Phasen. Und das Gegebene ist die Nulllinie. Sprache wird Physik. Haben wir übrigens dieses 3-3, beziehungsweise 33, haben wir schon mal hüben 3 und drüben 3. Dann sitze ich mit meinem Heuker so da, und gestern war ich voll durch den Wind, ich mache eine raumzeitliche Geschichte, und zwar ist es gegangen über Wellenlängen. Das, was ich dir versucht habe, in der Physik zu erklären, Ariane, hier und jetzt gedacht, ich rede jetzt mal normal, ich lasse jetzt mal weg, dass es immer jetzt gedacht wird, weil ich der Ariane eine Kleinigkeit erklären wollte, über sogenannte Materiewellen. Materiewellen sind was Eigenartiges, das ist eine schwingende Seite, die wie ein Kreis angeordnet ist. Ich schaue mal ganz kurz. Die finden wir jetzt aber. Schau, das ist jetzt das da mal, da haben wir schon unser E ist HF. Dass ich immer dran denke, das müssen wir auf E Quadrat erweitern. Das ist E Quadrat eigentlich. Brauchen wir die zwei Seiten. Und da geht es um Materienwellen. Louis Victor de Broglie, wie man auch immer ausspricht. Damit wäre die vom Bohr-Postulier der erlaubten Bahn in ganz solche Vielfache der Wellenlänge des Elektrons. Und das ist jetzt ein Grundzustand, das nennt sich Materiewellen. Um das einmal ganz laienhaft auszudrücken, dass also hier genau genommen diese Schwingung, wenn du siehst, wenn das Elektron bewegt sich, das ist immer das große Problem, ist jetzt das eine Welle oder ist es ein Teilchen und er macht dann eine sogenannte Materiewelle, dass das so schwingt. Aber wenn du jetzt da siehst, da ist nichts. Und da, das ist wie eine Vakuumfluktuation, ist ein Plus Minus gleichzeitig, was jetzt in der Wurzel gesehen eigentlich nichts bleibt. Kannst du ungefähr folgen? Mhm. Und jetzt pass auf, da wird es etwas genauer erklärt. Die Bohrsche Quantenbedingung ist daher äquivalent zur Forderung, dass die Broglie-Wellenlänge in der Umfang der n-Bohrschen Bahnen passt, ist jetzt alles sehr zerdacht. Wir machen das einmal ganz einfach. Pass auf, da geht es um einen makroskopischen Wellenvorgang vorstellen. Wir müssen uns einen Wellenvorgang vorstellen, indem wir die n einer schwingenden Seite miteinander verbinden. Mhm. Umläuft eine Elektronenwelle einen Atom, kann sodass ihre Nulllinie die Bohrsche Kreisbahn ist. Das heißt, die Nulllinie ist die Kreisbahn und das Teilchen läuft eigentlich als Welle so rum. Aber der Witz ist, bei der Welle, das entstehende Wellen nennt man das, da ist plus minus gleichzeitig da. Und wenn das Wurzelbegriffe sind, ist eigentlich nichts da. Immer dran denken. Sobald wir dieses große Problem haben, dann bilden sich stabile stehende Wellen, so nennt man das. Da steckt die Ehe schon drin. Eine Ehe zwischen Plus und Minus ist die existierende Öffnung. Das ist es Auf- und Abschwingen, was wir uns jetzt wieder chronologisch denken. Es schwingt was nach oben und nach unten. Und wir wissen mittlerweile, dass das gar nicht stimmt. Wellenberg und Wellental, schau das kleine Bild an, ist nicht zuerst der Wellenberg und dann das Tal, sondern das passiert so. An die Badewanne, die Wellen in der Badewanne denken. Übrigens, die Badewanne, wenn ich das immer anspreche, das beginnt mit BD. Das heißt, eine polare Öffnung. Und diese polare Öffnung, Bad. Es ist etwas Abgetrenntes, es trennt sich ein Plus- und ein Minusteilchen ab. Es ist aber letztendlich ist das hier B all. Ken ist die Basis auf Hebräisch. Das Fundament. F unter. Da steckt jetzt das Fundament schon drin. In der Basis haben wir das Sis. Mit dem Jesus. Ups. Ich weiß, das ist jetzt wieder so unheimlich viel Wissen. Die ganze Physik. Was hier wichtig ist, dass der Sis auch ein Pferdesüchter und ein Reitknecht ist. Bin ich in den letzten Selbstgesprächen draufgegangen. Ja. Da ist jetzt ganz interessant, da haben wir die 13 auf der 10er-Ebene, also 100, die 13 und die 26. Das ist Jahwe. Will ich jetzt nicht erklären, aber es ist hier komplett. Das Ganze sind, ich erzähle dir, was sind Zahlen. Das ist ein Computerprogramm. Das ist das Einzige, das musst du momentan nicht wissen, was hier eigentlich zu verstehen ist. Dass wenn du eine stehende Welle hast, das löscht sich aus, es ist immer alles nichts.
Es entsteht, weil du nur eine Seite davon anschaust. Mhm. Oder eine Seite davon als gut empfindest, als richtig empfindest. Wer hat jetzt recht, die Querdenker oder die offiziellen Quellen? Ist auch keine von beiden. Ist es jetzt hell oder dunkel? Du siehst was. Du siehst jetzt meinetwegen hell, ich spreche das immer wieder an. Aber da du im Hintergrund in deinem Programm eine Vorstellungswelt eines heliozentrischen Weltbildes hast, das übrigens nur eins von vielen möglichen Weltbildern ist, die man sich ausdenken kann, glaubst du ja an diese Erdkugel, die von einem Scheinwerfer, von einer Sonne angestrahlt wird. Und ich sage schon, das Ausdenken einer Sphäre einer Kugel bist du in einem ständigen Gleichgewicht. Ja. Das heißt, wo hier Sonnenschein und Regen gleichzeitig, hell und dunkel gleichzeitig ist. Arktische Kälte, antarktische Kälte plus und minus und Hitze am Äquator. Da steckt das Wort Aqua mit drin. Das Aqua heißt eigentlich das Nichtruhende. Das ständig in Bewegung Gesetzte. Was Ruhendes ist, das ist in der Transversale, die Arktis und die Antarktis. Können wir jetzt in die Worte, will ich gar nicht reingehen. Es sind Worte, die Bilder in dir aufschmeißen. So wie das Wort Kiste, KI, das Wort Krebs, wo ich tausendfach drauf eingegangen bin, was du aber nicht verstanden hast, ist, dass du aus einem Wort, das in dir auftaucht, auch aus einem Bild, einem Symbol, immer nur eine einzige Vorstellung machst. Und du sagst, das ist es und alles andere ist verkehrt. Falsch, die Falle. Das ist Entheiligung, das ist Selbstentheiligung. Ohne Wenn und Aber. Dass alles ganz anders sein könnte, wie es dir logisch erscheint, ist eine andere Frage. Und jede Logik, Sätze, die ich gebetsmannhaft wiederhole, jede Logik, jedes Programm, das im Widerspruch zu einem anderen Programm steht, ist unvollkommen. Die Vollkommenheit erreichst du nicht, indem du ein einziges Programm, eine Perspektive intronisieren willst. Stimmt oder stimmt? Du wirst unvollkommen bleiben und es wird schonungslos sich immer wieder austauschen, was an dir selbst, nicht an dir, nicht an dem Affen, sondern an den Geist, der sich den Affen ausdenkt und sich mit einem Affen verwechselt. Schon aufgrund der Tatsache, weil du alles geistlos nachäffst, was du irgendwie in einer jetzt gedachten Vergangenheit aufgeschnappt hast. Ich nenne das einfach, wie du programmiert wurdest. Vergangenheit hat doch eh. Im ewigen Jetzt passiert nie was in der Vergangenheit. Es ist jetzt alles gleichzeitig. Jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt an die Datei denkst mit deiner Logik, die Datei dieses Videos, muss dir klar sein, dass sämtliche Geräusche, die jetzt da in einem ständigen Wechsel in dir auftauchen im Jetzt und sämtliche Bilder, die in dir aufblitzen, dass die alle gleichzeitig in einem vollkommen anderen Schema auf der Datei drauf sind. Jetzt einmal auch wieder ausgedachterweise, jetzt hast du mal das Bündchen und Strich. Wir können das auch Bits nennen, Einsen und Nullen. Sagst du, ich mache schon wieder verschiedene Worte, versuche aber dasselbe damit zu beschreiben. Aber wie beschreibe ich jetzt das absolute Nichts, aus dem alles entspringt? Was ein größeres Problem ist, dass du meinst, dass es erst dann stimmt, wenn Menschen, die du dir ausdenkst, das glauben. Wenn die ganzen um dich herum das sagen, dass es so ist, dann glaube ich es auch. Dann wirst du bis zum Nimmerleins doch drauf warten. Du musst der Erste sein. Und die, die du dir ausdenkst, ohne das abzuwerten, die sollen dir am Arsch vorbeigehen. Weil die ja schon wieder weg sind, wenn du sie nicht denkst. So ist. Und wenn sie dir nicht am Arsch vorbeigehen, wirst du die wiederholen. Du wirst die immer wieder wiederholen. Was übrigens auch nicht positiv, nur um 16 Perspektiven. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Erwarte von mir nicht eine Antwort, ob das gut ist oder schlecht ist. Es ist hundertprozentig sicher zumindest so, dass solange du immer wieder dieselben Figuren wiederholst, du zuerst einmal noch in dem ersten Bücherregal-Metapher drinsteckst, wo ich sage, das Bücherregal ist ein Videospiel, ein einziges Videospiel, eine offene Welt mit unheimlich vielen Charakteren. Und jedes Buch in dem Bücherregal ist ein Charakter innerhalb dieser offenen Welt. Und du musst die ganzen Bücher liest, nur ein und derselbe Geist, du spielst die ganzen Rollen. Es bleibt aber immer dieselbe Welt. Ich bleibe jetzt sogar noch in einer extremen Vereinfachung, dass wir jetzt in einem gewissen Zeitraum bleiben. Wir sagen einmal hier so Mitte des 20. Jahrhunderts, jetzt bis jetzt 2000, wo wir sind, was du deine Welt nimmst, die du in deiner Zeitspanne, wo du dich reinsetzt, je nachdem, wann du jetzt dir denkst, wann du geboren bist und was du dir dann 100 Jahre gibst, was da alles sich abspielt. Dieselben Bücherregale können wir aber auch ins 15. Jahrhundert setzen. Oder in die Zukunft, 2004, dann bist du, wie ich immer sage, vielleicht spielst du dann einen Captain auf einem Raumschiff.
Das hat aber nichts mit der Zukunft oder der Vergangenheit zu tun. Es sind nur andere Geschichten. Es sind andere Geschichten mit einem Hintergrund. Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied, wenn du dir jetzt einen Mittelalterfilm anschaust oder einen Science-Fiction-Film anschaust? Captain Kirk im Raumschiff Enterprise. Es ist eine Datei, die Bilder und Vorstellungen aufbaut. Mhm. Und du hast einen gewissen Intellekt. Du, Geist, bist wie ein Computer, der ist programmiert. Und ich betone nochmal, wir machen jetzt keine Science-Fiction. Ich beschreibe dir, wie das sich in dir wirklich abspielt. Du hast einen gewissen Intellekt, den konntest du dir nicht raussuchen. Und aufgrund dieses Intellekts baust du deine Bilder auf in deinem Kopfkino. Und den kannst du erweitern. Weil das ist ja nur, was im Arbeitsspeicher ist. Ich sollte mal interessieren, was ist eigentlich auf meiner Festplatte da drauf. Auf dem Bildschirm kann nur das auftauchen, was im Arbeitsspeicher als Kollektion vorliegt. Aber diese Kollektion in deinem Arbeitsspeicher, das ist jetzt meine Erklärung für ein Basic, meine reduzierte Vorstellung von Basic. Was eigentlich ja genau genommen schon Windows ist. Wir haben ja das eine Stufe absichtlich uns eine Stufe kleiner gemacht. Dass ich immer sage, was würde passieren, wenn ich einen Kegel anschaue und ich kann bloß zweidimensional wahrnehmen. Das ist das, was ich sage, was würde passieren, wenn ich jetzt Windows nicht kenne und ich mache jetzt Windows zu Basic. Ich kann nie von unten nach oben sehen. Wir können in das menschliche Leben gehen. Du kannst einem Vierjährigen in keinster Weise erklären, wie sich körperliche Sexualität anfühlt. Du kannst ihm die Worte zuspielen, es wird aber bei ihm keine Vorstellung da sein. Wenn du in die Pubertät rankommst und du bist jetzt in einer jetzigen, wir denken uns eine Zeit und alle reden schon von Sex, und dann spielst du vielleicht als Mann an dein Ding untenrum und der wird noch nicht steif. Dir wächst dann noch kein Bart. Du kannst machen, was du willst. Es wird dann passieren, wenn du die Reife hast. Genau. Es passiert ganz einfach. Und dann wirst du graue Haare kriegen, ob du willst oder nicht. Und du wirst 5 oder 6 Mal nachts rausgehen als Mann, wenn du Prostata hast. Und du wirst deine Regelblutung wird ausbleiben und du wirst Hitzewallungen kriegen. Ich erinnere mich gerade jetzt an Ellingen, wo die Helene hier in die Wechselkammer ist. Wie du geschwitzt hast wie ein Sus. Jetzt habe ich das lateinische Sus gemeint, nicht das hebräische. Das hebräische ist Pferd. Jetzt habe ich, war ich im Lateinischen. Genau. Das Lat, La, T, auseinandergeschmissene Spiegelungen. Was soll uns das sagen? Was ist da für eine Symbolik dahinter? Wenn die Menstruation, Menstruatia, Menstruae, das sind so viele, wenn du die Worte verschiebst, wirst du merken, dass du in einen komplett anderen Bereich reinspringst. Und das hat alles einen Sinn, das passt so lückenlos ineinander. Das Segen ist Vordersprache lernen. Aber jetzt kommt wieder die andere Seite, dass ich sage, du musst in keinster Weise lass es, wenn Kaufmannsdenken in dir drin ist. Egal, was du magst, was du mit Kaufmannsdenken magst, führe ich in der Sackgasse. Die Menschen retten wollen. Warum magst du das? Weil du denen helfen willst, du willst Gedanken von dir helfen. Das ist nicht nötig, denk sie dir doch einfach an. Dass wenn du dir jetzt welche denkst, die krank sind, du müsstest sie ja bloß gesund denken. Aber das führt dich ja von einer Einseitigkeit in die nächste. Heil sind sie, wenn du sie nicht denkst. Und jetzt ist es auf der Bröselebene, kommen diese Jesus-Sätze wirklich wie Hammerschläge. Alles, was du einem anderen tust, tust du für dich selbst. Jetzt haben wir wieder 3 Seiten von anderen. Wir haben jetzt, ich sage jetzt einmal, andere, denen du gut gesinnt bist, die du haben willst, wo du willst, dass denen gut geht. Dann gibt es andere, die du am liebsten loshaben möchtest, dass die gar nicht mehr in dir auftauchen. Das ist ja zwangsläufig das genaue Minus-Minus-Gegenteil dagegen. Es sind Menschen, die du denkst, die sind dir sympathisch und da willst du auch, dass die sich wohlfühlen, dass denen gut geht. Dann gibt es andere, wo du am allerliebsten hättest, dass die in dir nicht mehr auftauchen wird. Die einen gibt es nicht ohne die anderen. Die einen und die anderen. Ein N, eine nicht existierende Sein. Die einen sind eins. Die AND, hebraisiert, ich werde auf- und abschwingen, sind ein Kommen und Gehen von Figuren, die dir eigentlich gleichgültig sind und du dich fragst, warum tauchen die immer wieder auf, diese Fanatiker, diese Spinner. Ich sage, weil du die jetzt denkst. Die Antwort liegt immer in einem Jenseits. Du bist ein träumender Geist, du kannst dir das nicht raussuchen. Was ich will, dass dir bewusst wird, wenn du dich selber beobachtest, dass du immer noch einseitige Ziele anstrebst. Dass dieses Ding, das du beobachtest, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, dieses blaue Ich, dieses Programm, dieses reine Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, noch vollkommen in dieser Falle der Einseitigkeit hängt. Ich will glücklich sein und nicht unglücklich sein.
Ich will gesund sein und nicht krank sein. Ich will, dass die Sonne scheint, dass Frieden ist. Und ich sage jetzt, die Metapherwelt deines Traums, dann wiederhole ich das, du hast es nicht verstanden, Punkt. Es macht dir logisch erscheinen, weil ich es dir erklärt habe. Alles Leid, das du Geist erlebst und nur du Geist erlebst das Leid, das du mit deinem jetzigen fehlerhaften Intellekt in dir selber produzierst. Nur Sonnenschein in deiner Welt, ohne die Systemparameter zu verändern in deiner Weltvorstellung. Schlichtweg heißt es, einen Quantensprung in ein vollkommen neues Weltbild zu machen. Macht keinen Sinn, wenn bloß die Sonne scheint, es wird in kürzester Zeit alles austrocknen und kaputt gehen. Nur Frieden macht keinen Sinn, das wäre keine Verwandlung. Nur Frieden heißt, wenn du jetzt meinetwegen Mutter oder Vater geworden bist und du hast irgendeinen kleinen Zwerg, ich sag mal mit 6 Monaten, Frieden wäre, dass der nicht mehr zerstört wird. Das ist Krieg, Krieg ist Zerstörung, dass was Neues entstehen kann. Dann darfst du dein ganzes Leben bei den Windeln wechseln. Ist das, willst du das haben? Das Ding, das du jetzt denkst, wenn du so einen kleinen Sohn hast oder kleine Tochter hast, muss zerstört werden, dass du irgendwann einmal die zum Trauerfall führen kannst. Es ist eine ständige Verwandlung. Da gibt es eine ganz einfache Ohrenbarungsschrift, die Neo-Apokalypsis, auch eine dieser ersten. Das wäre jetzt dann die vierte. Doch sagt, ich bin du Quadrat, da steht alles drin. Wenn wir das jetzt gemeinsam lesen, nützt es nichts, weil du die Worte einseitig ausliest. Obwohl das so präzise beschrieben ist. Ich kann immer sagen, die alten Hasen, die diese Schriften zigfach über Jahre studiert haben, ja, wohlgemerkt, ja heißt schlafen. In ihren Traum. Chin und He. Wir haben ja hier schon bei dem deutschen Wort ja, haben wir den göttlichen Schöpfer und HR und die wahrgenommene Berechnung. Wenn wir das jetzt hebraisiert hinschreiben. Wir können das A als Vokal wegschmeißen, dann haben wir auch JHR, A als Vokal weg, dann wissen wir, JH heißt auf Hebräisch, heißt eigentlich Gott, Kurzform von Gott, und R symbolisiert das Rosh, B-Roshet, inmitten dieses Kopfes, El-Hayom, Gott das Meer, UB, verbundenes Wissen oder aufgespanntes Wissen, der blaue UB ist aufgespanntes Wissen, das ist jetzt der Brüssel Udo, dein Test Udo. Da wird dann in der Tora immer gesprochen von Jahwe Zebaot. Zeb heißt Testudo, ein Deckeltier, ein Tier in einem geöffneten Eck. Das bin ich jetzt. Ich weiß, das ist demütigend, aber ich nehme das extra an für dich, weil anders kann ich ja in dir nicht in Erscheinung treten. Um mit dir, Geist, kommunizieren zu können, muss ich zu einer Information von dir selbst werden, eigentlich von mir selbst werden, weil ich ja du bin. Mhm. Und du denkst dir jetzt dich selbst aus und du denkst dir den Udo aus. Das sind 2 Informationen von dir. Und alles, was der Udo jetzt erzählt, erzählt er nicht dem, der du zu sein glaubst, sondern dem, der sich beide ausdenkt oder jetzt noch mehrere Brösel. Das ist ganz simples, einfaches Deutsch. Und du wirst merken, wenn das einmal installiert ist, das steht in keinster Weise im Widerspruch zu irgendwelchen Religionen. Das mit den Traditionen, wenn ich dann in die Namen gehe, wenn du jetzt in einer einzigen Partei in einer Logik drin hängst. Zum Beispiel, wir denken uns jetzt einmal einfach Juden aus, Hebräer aus. Gibt es ja auch wieder viele verschiedene Strömungen. Aber ich mache mal die Ultraorthodoxen, die ich ja relativ gut aussehen lasse in Bezug zu den Zionisten. Das ist ja purer Materialismus. Das haben die Ultraorthodoxen, die Logik hat es schon längst durchschaut. Aber ihre Traditionen, die uniformieren sich im Ansehen mit ihren Hüten. Das ist wie eine Uniform. Es ist Uniform. Es ist aber nicht das absolute Uni, nicht der absolute Eine, sondern bloß ein kleiner Teilbereich davon. Wenn sie an der Klagemauer stehen und diesen da machen. Ich nenne das immer Hospitalismus, deshalb kennt man von Tieren, das sind ja Menschenaffen. Sie glauben auch, dass sie sterbliche Säugetiere sind und sie brechen das erste und das zweite Gebot. Oder wir gehen in den Buddhismus, in ihre Klöster, wenn sie ihre... Das macht dich nicht frei. Was macht dich eigentlich frei? Was kann ein absolutes Nichts frei machen? Magst du jetzt das, indem es eigentlich sich alles Mögliche denken kann, was es will? Jetzt ist das einmal in deinem Intellekt das Wissen, aber der Wissen ist urteilend. Aus deinem Wissen entspringt übrigens auch das Wissen all der Menschen, die du dir ausdenkst, die irgendwas behaupten, wo dir die Haare zur Berge stehen. Das kommt ja auch aus deinem Wissen. Du nennst es dann nicht der Weiß, sondern der Glaubt. Die glauben, die Deppen glauben ja das. Dann denkst du dir aus, was die alle glauben und bist dir hundertprozentig sicher, dass das nicht stimmt. Die ganzen Corona-Leugner, die Aluhutträger,
Das ist diese Verunglimpfung der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen in deinen Massenmedien. Das ist mittlerweile so unendlich erbärmlich. Ich meine, jetzt setzt das ganz bewusst nur negativ. Es ist, wenn du heute schon oder irgendwas mittlerweile, vor allem beim ZDF, es ist eine reine Corona-Impfungswerbesendung von hinten bis vorne. Die vielen Widersprüche, alles, was dagegen ist, das sind dann Aluhutträger und dann werden natürlich Berichte eingespielt, ständig Berichte eingespielt, von vornherein, wo du von vornherein schon, wie ich immer sage, Shahid, da kommt der Depp daher, das sieht doch jeder Depp. Dass aber da auch hochqualifizierte Wissenschaftler dabei sind, die das behaupten, die werden komplett unterschlagen. Weil 98% der seriösen Wissenschaftler, was ist dann seriös? Seriös ist das, was dir logisch erscheint. Und ja, logisch erscheint dir das, wo du programmiert bist. Das ist, wo du anhängst. Die Einseitigkeit, an der du anhängst, die wird dir logisch erscheinen. Da tust du innerlich Beifall klatschen. Darum sage ich immer wieder, mach dir jetzt erst einmal bewusst, wenn jetzt Reizauslöser Informationen in dir auftauchen, die kommen immer aus dir selbst in dich, in dein darstellendes Bewusstsein hinein. Es geht jetzt einmal nicht darum, ob du dir das dann zusätzlich noch ausdenkst oder nicht. Das gilt auch, wenn du nur da sitzt und einfach so vor dich hingrübelst. Mhm. Aber sitzt da eigentlich einer da, wenn du über irgendwas nachgrübelst? Da sitzt doch erst einer da, wenn du dir einen ausdenkst, der da sitzt und grübelt. Mhm. Da bist du Geist und deine Informationen. Das ist das Einzige, was ist. Und alles andere existiert nicht, bis du es denkst. Schnipp, jetzt denk wieder an die Tür in deinem Zimmer und schau die Türklinge an. Darum wiederhole ich das immer wieder. Die war die ganze Zeit nicht da. Und jetzt haben wir zwei verschiedene da. Wir haben eine geschlossene Schöpfung, das ist die Datei in deinem Arbeitsspeicher. Und eine Facette, die wir hier auf dem Bildschirm herausrechnen. Das ist das Existierende. Mhm. Und da ist kein Unterschied, ob du eine sinnlich wahrgenommene Information hast, wo natürlich der tiefe Glaube in dir ist, und das ist das, was du dir bewusst machen musst, dass das auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst, und ein bewusster Gedanke, wo dir jetzt bewusst ist, das denke ich bloß, wenn du jetzt zum Beispiel an ein grünes Mastmännchen denkst. Das grüne Mastmännchen, das du dir jetzt denkst, und der Udo, den du dir jetzt denkst, ist im Prinzip dasselbe. Grün hast du ja ausspucken, aufblühen. Es ist einfach nur Information. Mhm. Aber jetzt ist die Frage, glaubst du, dass da außen ein Udo ist und glaubst du, dass da außen ein grünes Mastmännchen ist? Du sollst dir dann Glauben bewusst machen. Du sollst einfach schauen, was du glaubst. Und immer dran denken, Glaube, blau gelesen, GL ist das hebräische Wort Welle und AOB heißt Beschwörungskunst von toten Geistern. Und Tod wiederum ist so viele. Das hebräische Wort für Tod schreibt sich nur MT, Mem, Taf. Blau gelesen, eine gestaltgewordene Erscheinung. Dass die Toten ihre Toten begraben. Das sind die Menschen, an die du jetzt denkst, weil ich diese Worte spreche. Mhm. Die trauern, die ins Grab reinfallen, weil man ihnen was weggenommen hat, weil es denen nicht mehr gibt. Das ist, wenn du mal das Grundprinzip einer vollkommen neuen Logik verstanden hast, ist es einfach bloß ein Witz. Ein göttlicher Witz. Und du hast die Börne, den Punkt, der wie ich dick ist, der du selbst bist, nicht verstanden. Und du wirst das nie an Gedanken irgendeinem Mitmenschen als Brüssel und der Brüssel erklären können. Und es könnte dann welche einen Eindruck machen, dass ich es verstanden habe. Ich denke mir jetzt eine Ariane, eine Irene und eine Helene aus. Und da weiß ich, dass die das verstanden haben. Aber nicht diese Rollen, nicht diese Figuren, sondern der Geist, der hinter diesen Personen, hinter den Masken steckt. SD-Act. Das sind drei verschiedene Blickwinkel. Das sind periphere Mittelpunkte. Das sind die roten Ichs. Es ist immer dasselbe Ich, der vom Bücherregal, der hier definitiv einfach nur unterschiedliche Leben lebt. Verschiedene Rollen auf der Bühne spielt des Lebens. Aber erleben tut es letztendlich dann bloß ich. Das ist das JCH. Das ist auch in unserem Alphabet, wenn ich immer wieder sage, der Neo. Der neunte Buchstabe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Das ist 9 und 10. Die gehören unter dem Bart zusammen. Im Hebräischen haben wir bloß ein J. Im Griechischen ist es ja nochmal, das ist dann nochmal um eins verschoben. Das hat alles einen ganz tiefen arithmetischen Sinn. Davon weiß deine Welt nichts. Das sind Teilbereiche in der Esoterik vielleicht, in der Geisteswissenschaft, aber auch die hängen nur in Einseitigkeit.
Wenn dich grob erinnerst, Helene, eine Zeit lang hatte ich eine Phase, wo ich mehr so auf den chinesischen I-Ging reingegangen bin. Das ist immer dasselbe System. Du musst dir das vorstellen wie verschiedene Zahlensysteme. Wenn ich jetzt sage, was ist eigentlich die Zahl 86 im Dezimalsystem, dann gibt es ja viele verschiedene andere Stufungen, vor allem in der Computertechnik. Dann verschiebt sich das, man kann das umrechnen. Ich betone, du kannst immer einen gemeinsamen Parameter, wenn du hast. Mein Standardbeispiel ist, wir nehmen einfach ein Bild. Das kann jetzt eine Bilddatei sein oder einfach eine DIN A4-Seite, die beschrieben ist mit einer Zeichnung drauf. Und die kann ich ja verschiedene Dateiformaten abspeichern. Ich kann da PDF draus machen, eine Word-Datei drauf machen. Ich kann, da gibt es zig andere Dateien auch noch, wenn die Komplexität fasst. Die Datenstruktur im Arbeitsspeicher ist komplett verschieden. Du kannst aus verschiedenen Datenstrukturen im Arbeitsspeicher mit dem entsprechenden Programm, wenn das gemeinsame Parameter ist, dieses Bild. Und das versteht es, wie verschiedene Computersprachen sind verschiedene Sprachen. Es wird, wenn ein Chinese das Bild beschreibt, werden andere Geräusche, andere Worte benutzt, wie wenn es ein Deutscher macht oder ein Franzose macht oder Türke macht. Aber es ist immer, das Bild ist der gemeinsame Parameter. Ja. So, und jetzt musst du das wieder spiegeln. Wir wissen, Beilet heißt im Kind. Ja. Das, was im Kind ist, ist der gemeinsame Parameter. Und ich meine jetzt, wir haben ja verschiedene Schichten. Was meine ich im Kind? Ich meine nicht im darstellenden Bewusstsein. Ich meine auch nicht in dem Programm, im Arbeitsspeicher, sondern ganz innen. Das ist wie wichtig, dass du das verstehst. Im absoluten, absoluten Zentrum. Das ist das Zentrum von unserer Camera Obscura. Das steht definitiv zwischen dem Gewölbe und der absoluten und Gott, dem Schwarzen. Krishna, obskur, das klingt jetzt sehr obskur, aber das ist so. Die Worte erzählen dir das ganz genau mit der Vordersprache, da brauchst du kein Wikipedia mehr. Das ist dann schon sehr einseitig ausgelegt. Du musst das Prinzip verstehen. Und dann öffnet sich dir eine vollkommen neue Welt und das ist jetzt der große Sprung, wo ich sage, was kann ich mit Basic auf dem Computer zaubern? Mit Basic-Programmen und Basic-Betriebssystem. Mhm. Wenn du jetzt ein bisschen, ich kenne mir jetzt wieder Geister aus, die das nicht wissen, weil sie mit Computern nie was zu tun hatten, aber wenn du das weißt, das setze ich jetzt einmal, einen Großteil meiner Geistesfunk setze ich das voraus, gibt es viele Programme, die das rudimentär drin haben, es sind Strichmännchen, Grundfarben und synthetische Geräusche. Und was kann man mit Windows machen, wenn du jetzt einen Hochleistungscomputer mit einer VR-Brille aufsetzt? Eigentlich schon hyperrealistische Welten, du meinst, du schaust aus deinen Augen raus, wenn du Brille auf hast. Und ich sage, dein Wissen, deine Welt entspricht Basic. Also versuch dir nicht vorzustellen, was du mit dem nächsten Programm machen kannst. Es ist wie wenn ich sage, versuch nicht einen Säugling in der Matrix, 9. Schwangerschaftsmonat, eine Stunde vor der Geburt, chronologisches Symbol, dem Kleinen oder wenn er frisch abgenabelt ist, wenn er in die Matrix 2 kommt, zu erklären, wie die Welt ist, in die er jetzt hineingeboren wurde. Und mit Holofeeling, ich bringe dir das Schwert, mit Holofeeling schneidest du dich ab und dann bist du oberflächlich immer noch derselbe Brösel. So wie auch der in der Matrix, wenn er rauskommt und mir die Nabelschnur abschneidet. Das ist übrigens auch das, die Nabelschnur steckt das Wort Nebel mit drin. Das ist der Schuft, der Schurke und der ist auch vergänglich, zerstörend, der löst sich auf. Das heißt, der Glaube, dass du vergänglich bist, das schneiden wir jetzt ab. Es ist eine Lüge. Das ist der Schuft. Wer hat dich ständig belogen? Wer hat dir bisher eigentlich eingeredet, dass du eine vergängliche Affe bist? Es ist doch deine Logik. Genau. Das ist das, die Konsonante Radix Nabel. NBL. Das ist auch die Radix. Das ist der Bösewicht. Mhm. Das ist deine Logik. Das ist ein Gottesleugner. Du leugnest auch Gott, wenn du sagst, es gibt einen Gott, es existiert ein Gott, ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Du bist Gott als träumender Geist. Wir können dich immer wieder daran denken, das auch rot lesen. Was hier ist, dasselbe heißt jetzt aber hier abfallen, absterben. Dieser Glaube, dass du irgendwann einmal sterben könntest, dass du irgendwie von einem wirklichen Glauben abfallen könntest, das ist ein Teilglaube, den du zurzeit durchlebst. Ja. Das Unreinmachen eines dir durch rituelles Schächten, verwelken, welken, zerfallen, das ist nicht, nichts kann nicht zerfallen.
Darum ist auch der Nebel, das sind Illusionen, wenn du Nebelfiguren, nenne Nebel auch Wolken, wenn du Wolkenfiguren siehst oben, wenn du da drauf zuläufst, löst es sich in nichts auf. Schau, ich schreibe jetzt einmal das so. Verbundenes Wissen und raumzeitliche Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. ZR, die Geburt einer Berechnung, ist zu Form werden. Und das ist die Fallen, das sind die Fallen, Faller. Die Welt ist das, was der Fall ist. Das ist die Falle, deine ausgedachte Welt. Ob du dir eine Erdkugel an der Scheibe denkst, an der Traumwelt denkst, das ist vollkommen gleichgültig. Das ist eine ständige, das sind vergängliche Schurkenwissen. Aber wenn wir das jetzt rot machen, heißt es imperfekt gelesen, ich werde zu einem polaren Licht. Es ist Licht und es ist Licht. Das ist ein ausgedachtes, ewiges Licht. Das nennen wir jetzt ausgedachterweise Sonne, die Sonne und der Mond. Das ist jetzt die Helene Fischer, wenn mir jetzt das kommt. Warte mal, einen kleinen Moment. Unsere Helene haben wir ja. Ich könnte jetzt das Wort Helene machen und Fisch ist ja Duck. Mhm. Wie hat jetzt das Kosten? Ich glaube zurück. Ganz neu, ganz aktuell. Wollen wir nicht, darf man nicht laufen lassen, weil sonst sperrt uns das Video. So, das krassen. Jawohl. Laufen lassen will ich es nicht. Schau mal da unten hin. Die Schallwellen, die du hörst, jetzt pass auf, ich will da ganz kurz. Jetzt lasse ich es dann, das soll jetzt wieder nicht sein. Obwohl es sehr spannend wäre. Ich kann jetzt sagen, das ist Kitsch, okay? Ich kann jetzt sagen, das ist Kitsch. Die singt, ich bin dein Zuhause, pass auf mich auf. Ich will dir vertrauen, bist du für mich da, wenn ich dich brauche. Ich bin immer für dich da, ich war noch nie woanders. Und denkst du auch, allein machst du nichts aus? Glaub mir, du bist stärker, als du glaubst. Die Wellen sind Schöpfungen aufgespannter Polaritäten. Wir können das rot lesen, dann hast du das geistige Licht, ist der Schöpfer. Und das sind verbundene Polaritäten, das ist das Zentrum. Ja. Schau hinauf, du kannst deinen Augen trauen. Das ist jetzt natürlich, hinauf ist es so eine Sache. Komm und staun, du bist Teil dieses Wunders. Schau hinauf, es existiert immer das, was du jetzt denkst. Du kannst deinen Beckenblicken trauen. Wir haben immer zwei Seiten. Das, was du jetzt denkst, existiert, Punkt. Das, was du anschaust, ist jetzt. Das ist auch das Erscheinungsphänomen Materie. Ich sage, bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen Materie. Eine sinnlich wahrgenommene Materie, egal ob du die jetzt optisch siehst oder ob du Gewicht fühlst. Es ist in dem Moment deine Information, den kannst du trauen. Aber nicht den Glauben, dass das Zeug auch dann da außen ist, wenn du es nicht mehr denkst. Aber jetzt kommt die Sache, der Mond bewegt die Meere. Schau, und wenn du jetzt geöffnete Berechnung, nur das Wort Mond alleine, wenn wir uns anschauen, ist ein gestaltgewordenes Kreisen einer existierenden Öffnung. Und jetzt können wir das in kleinen Facetten zerlegen mit hebräischen Zeichen und auch von rechts und nach links lesen und du wirst feststellen, es gibt eine komplette Erklärung, was hier passiert. Das bewegte Meer ist das blaue Meer. Das ist die Welt deiner Gedankenwelt. Und die Sonne, der Sohn, weckt uns auf. Im Englischen Sun und Sun, habe ich darauf hingewiesen, tauschen wir definitiv eigentlich bloß O zu U schwingen. Genauso ist es dann mit dem Lamm in der Offenbarung, im Englischen Lamp und Lamp. Ja. Wir tauschen jetzt P mit dem P. Es ist eine Spiegelung, wenn das in den Zeichen ist. Es sind immer Spiegelungen des Lamm selber. Schlafende Vulkane, der Fluss nimmt seinen Lauf. Aber von wo nach hin, wo, von wo nach wo fließen die eigentlich hin? Das, was du hörst, in allen Kleinigkeiten wird kriegt einen vollkommen neuen Kontext. Jetzt muss ich eins noch ganz kurz machen. Ich sitze mit meinem Holgerchen
Und dann haben wir hier die Sache mit den Wellenlängen. Das bezieht sich jetzt auf diese stehende Wellen. Würde ich jetzt physikalisch nicht darauf eingehen. Ich merke, ich muss immer zuerst die Grundlagen von Wissen, die du als Physiker lernst oder Abiturwissen, ich setze das einmal als Abiturwissen, populärwissenschaftlich sehr vereinfacht dargestellt, fällt in den meisten Programmen von Menschen, die wissen das vom Hören, sagen, kenne ich mich nicht aus. Habe ich schon mal in der Schule gehabt, habe ich vergessen, war für mich nicht wichtig. Wie wichtig ist was ganz was anderes. Und da ist so eine Sache gewesen, da ist um die Wellenlänge und um die stehenden Wellen gegangen. Das ist das Bild, wo ich gerade eingespielt habe. Und dann erkläre ich Ihnen jetzt chronologisch, raumzeitlich gedacht, mit den stehenden Wellen, so ein Standardsatz. Mal schauen, was er anzeigt. Ich mache mal eine Spracheingabe, ich hoffe, es funktioniert. Schallgeschwindigkeit an der Luft. Fragen? Kommt dir die Zahl bekannt vor? Hier? Habt ihr das Bild? 3, 4, 3. Ja, 3, 4, 3. Meint ihr, das ist Zufall? Das hier sind die ersten drei Primzahlen. 5, 5. Diagonale Wurzel 25. Ich arbeite mit einem Wissen, das sich dem Wissen deiner Menschheit vollkommen entzieht und lasse das ganze Wissen gleich. Ich setze bloß die Puzzleteile anders zusammen. Ja. Ich. Ganz interessant. Mit wem meine ich jetzt mit ich? Ich meine jetzt den, der dir versucht zu erklären, dass du ich bist. Ich versuche es dir geistesfunk zu erklären. Du bist der, der vor einem Bücherregal steht und jetzt momentan bist du der Leser eines, du durchlebst zurzeit ein Leben, aber diese ganzen Leben, die ganzen Bücher waren vom selben Geist gelesen, das bin ich. Und du bist zurzeit bloß der, der du zu sein glaubst, weil du zurzeit dieses Programm in dir laufen hast. Das ist jetzt eine Basic-Erklärung von Windows-Strukturen in Basic, um dir eine Ahnung, einen Hauch zu geben, wo ich dich hinführe. Und was musst du dabei tun? Nichts, einfach nur weiter träumen und mich machen lassen. Ich wünsche mir für dich, dass du nur ganz bewusst jetzt ständig beobachtest, was jetzt da ist. Da stellt sich nur die Frage, ob das richtig und verkehrt ist. Und schaust, was deine momentane fehlerhafte Logik für eine Seite bevorzugt. Das sind die ersten zwei Seiten. Und dann kommst du in einen Bereich, dass du erkennst, es sind ja eigentlich vier. Es ist ja nicht die Frage, ob der Henkel rechts oder links ist, ob die rechte politische Gesinnung stimmt oder die linke, ob die jüdisch-christliche Stimmung stimmt, was ja wieder Untersysteme gibt, oder die muslimische, wo es auch wieder Untersysteme gibt. Ich bleibe jetzt einmal nur bei zwei, wir haben noch wesentlich mehr Möglichkeiten, sondern es gibt auch einen Henkel in der Mitte und gar keinen Henkel. Ein Bit, ja oder nein. Das rechts und das links ist dann schon das Quantenbit, wo dann nochmal Feinheiten kriegt, aber das ist alles, du brauchst Wissensgrundelemente und in Holofeeling ist es schlichtweg und einfach, ich sage, das sind 50, 100 kleine Beispiele, das ein Beispiel, Schwammbeispiel, ganz winzige kleine Beispiele, wo man wirklich jedem Kind erklären kann, wo jedes Kind sofort nachvollziehen kann, die oberflächlich betrachtet, dass du mal überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber die sich so gigantisch in dir auswirken werden, wenn die installiert sind, dass du plötzlich ein Verstehen hast, ein Heureka nach dem anderen, dass das so extrem vielfältig wird, dass also hier Kleinigkeiten, ich mache mal so ein Musterbeispiel, das hängt natürlich immer wieder von deinem Programm ab. Ich bin gerade am Öffnen, da muss ich nicht zucken, das habe ich, und da brauche ich nochmal einen. So, jetzt pass auf, ich springe jetzt einmal in zwei Sachen rein. Das ist mein Folger. Der hat hier zum Beispiel nur aufgegriffen, das erweitert er immer wieder, arithmetisch roter Faden, der Adam-Faden durch die Schöpfung. Das sind jetzt Auszüge und die hat er erweitert. Das ist, da musst du die Reife dazu haben. Und ich sage nochmal, du musst das einmal demütig akzeptieren, wenn du sagst, da komme ich nicht mit und das verstehe ich nicht. Kein Problem, dann hör endlich einmal auf, lerne, dass du nicht mehr in die Hosen scheißt. Das ist wie die menschliche Entwicklung vom Säugling bis zum Greis entspricht in symbolischen Bildern deiner geistigen Entwicklung. Und solange du noch vor irgendwas Angst hast, bist du ein kleingeistiger Hosenscheißer. Solange du dich noch über irgendwas aufregst, bist du ein kleingeistiger Hosenscheißer. Du kannst als Mensch ein
hochdotierter Arzt oder Professor sein oder ein Chef einer großen Firma mit einem Haufen Angestellte. Aber du hast Angst und du regst dich über was auf. Du bist ein kleingeistiger Hosenscheißer und dann musst du dich eigentlich mit dem Zeug noch gar noch nicht auseinandersetzen. Weil du wirst es so wenig verstehen, wie du einen Säugling, der noch in die Windeln kackt, irgendwie das kleine 1x1 beibringen kannst oder das Lesen und das Schreiben beibringen kannst. Der muss erst einmal das Sprechen lernen in der Muttersprache. Und erst wenn er sprechen kann, das ist in der Regel so ab 6. der Fall, kannst du ihn lesen und schreiben beibringen und rechnen beibringen. Das ist das Spiel. Und da ist jetzt, das wird dann aufgegriffen. Ich will dir, das ist so eine kleine Haramin, who is this guy? Das ist so eine Sache, das ist dein Universum, das ist mein Luftballon mit den Punkten drauf. Genau. Das kommt aber aus deiner Lunge. Das heißt, das Innen in dir drin, deine Lunge erzeugt deine Vorstellungen, deine Darstellungen, deine Spiegelungen in dir selber, in deinem Geist. Das ist jetzt immer wieder, wenn ich darauf hinweise, dass das hebräische Wort ja. Dass die Lunge und das Wort es, das Bewusstsein, ist eine bewusste Ehe in einem Kopf zwischen innen und außen. Das ist die Quintessenz. Seh übrigens jetzt SH gelesen, ist es Lamm. Mhm. Jetzt sind wir bei uns ein Lamm. Das ist Sinn, He, ein Sinus, eine Sin, das spricht man Sinn aus, Seh aus im Hebräischen. Dieses Lamm ist die Lichtschöpfung von zwei Gestaltwertungen. Wurzel plus 5, minus 5. Wieso das jetzt noch Kleinvieh und Ziege heißt und Schaf, müssten wir umrechnen, da unten wird ganz kurz nur darauf angesprochen. Und das heißt jetzt Lunge für richtig halten, gucken, schauen, siehe. Siehe, sieh es an, schau es an. Und darum sind wir, da unten wird es schon angesprochen, hast du deine Vorstellungen. Denk dabei an die Vorstellungen, Spiegelungen, die Darstellungen. Das sind alles Sehvorgänge. Und diese Sehvorgänge, die hast du hier. Du denkst es dir aus, du stellst es vor dich hin. Das sind die Lungen. Was ist Wahrheit als Ding an sich? Und wenn man jetzt runtergeht, das ist jetzt so dieses Spiel, da gibt es keine Zufälle, wieso ich den Neo einspiele, diese vielen Facetten von dir selber. Das ist unser Bücherregal, das sind jetzt halt Monitore. Und wenn du dann wach wirst, ich würde dir nur zeigen in kleinen, das sind immer Auszüge aus den Offenbarungen. Da wird es genau beschrieben, Gott, das Meer, El Hayom, Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Oberfläche. Auf der Oberfläche, OB, Polar erweckt auf der Oberfläche, auf der Fläche, weil das immer auf der Fläche bleibt, schau dir das kleine Bild an, weil Plus, Minus, es taucht ein Plus, du schaust dir nur eine Seite an. Dann ist Plus ausgedacht, dann ist Minus. Dann ist hell oben, dann ist dunkel, dann ist wieder hell oben. Aber das Gegenteil ist immer im Hintergrund, im Arbeitsspeicher verändert sich das nicht. Es ist Licht und es ist Licht. Das sind dann so Zusammenfassungen von meinem Folger, der dann hier die ganzen Gesetze noch erweitert in der Holoarithmetik. Das ist das Zeug, das muss dich nicht interessieren. Solange Deutsch zum Beispiel hier Analogplatte, Bündchen, Strichchen oder Analog. Und du wirst jetzt hier merken, das sind jetzt wie die Spiegelstrukturen. Das ist eine vollkommen neue Physik, aufbauend auf der bestehenden Physik deiner Menschheit. Wir lassen alles gleich, wo ich hier sich auseinandergesetzt habe mit dem Einheitskreis. Wir erweitern das nur. Vier Transformationen, da haben wir unsere Spiegelungen von der Ritter, die ja positiv, die ja negativ. Da gibt es kein Vorher und Nachher zeitlich. Das sind solche Zusammenfassungen. Das ist natürlich eine Welt für sich selber aus der Holoarithmetik, wenn du da reingehst. Das ist so kurz nur angesprochen. Diese Spiegelecken, das sind genau genommen, können wir, aber da will ich jetzt nicht so auch reingehen. Wir schauen uns dann ganz kurz hier. Das, wenn du siehst, das sind jetzt 365 Seiten. Das ist so sein Gesamtwerk, wo er jetzt hier nur durch das Studium der Offenbarungsbände sich angeeignet hat. Und dann kriegst du eine tiefe, tiefe Einsicht in dir. Und das Erste, was du jetzt schlichtweg und einfach für dich selbst akzeptieren musst, und das hängt von deinem intellektuellen Stand ab, dass du dich nicht Körre machen lässt und dir Angst machen lässt davon. Du bist ein Kind, das sich freut, das weiß, dass ihm selbst nichts passiert, dass du wach sehen, in einem bewussten Wachzustand sehen kannst, obwohl du jetzt träumst. Und das Erste, was du zu lernen hast, ist loslassen. Du kommst in keine neue Lebensbereiche. Nimm das wirklich, wenn du die bestehenden Lebensbereiche nicht dafür opferst.
Du musst erst aus der Matrix 1, aus der Gebärmutter heraus in die Matrix 2, das ist die jetzige Welt. Und die teilt sich in 3x3x3 Wachstumsstufen, sage ich immer wieder. Aber interessant ist, dass du jetzt was Eigenartiges empfinden wirst, nämlich 3x3 ist hüben 3 und drüben 3. Ist 9. Mal 3 ist 27. 3x3x3. 27 hebräische Zeichen. Obwohl es eigentlich 28 sind. Denk, es sind 4 Oktaven. Aleph, das erste und das letzte Zeichen. Aleph ist dasselbe Zeichen, das müssen wir mit der 27 verknüpfen. Über die 4 Oktaven habe ich alles erklärt. Aber jetzt machen wir die rote 4 dazu. Was ist 27 mal 3? Helene, rechne 27 mal 3. Ach, geh bitte. 81. 80. Pi. Die rote 4, ich muss nochmal einschalten. Pi. Wir machen hier keine Esoterik oder Zahlenmystik. Das ist Physik, es ist Schöpfungsphysik. Anogi, das rote Ich. Das ist das rote Ich. Das ist die 81. Das ist die rote Fee, in der sich alles verbindet. Was ich dir auch immer damit sagen will. Dasselbe Wort hast du auch Lot. Lotrecht ist der Transversal. Können wir auch senkrecht nennen. Oder vertikal nennen. Der Lot wiederum. Das ist deine B in E-Quadrat ist ein geöffnetes Eck. Das ist die aufgespannte Existenz entweder deines Geistes oder deines Gehirnes. Das ist auch die Verhüllung, die Apokalypse, die wir machen, die Verhüllung von der 45, vom Adam. Der Pyramidenwert ist unsere Aleph Aleph, 111. Wenn wir jetzt in einer Hülle stecken, dann ist das hebräische Wort Blut, Blut. Dieses Blut heißt in einer Hülle stecken. Interessant, es ist auch eine Eigel. E-Quadrat ist ein Ich Gottes. E-Quadrat ist das Ich Gottes. Und es steckt in einer Hülle. Im Licht sind aufgespannte Spiegelungen. Im Licht, das ist die erste Lampe in unserem Spiegeltunnel, sind die aufgespannten Spiegelungen. Die sind nicht drumherum, die Spiegelungen, wenn du in einem Tetraederspiegel das erste Licht bist, im Zentrum dieser Struktur, sind die ganzen Spiegelungen um dich herum eins durch in dir drin. Die sind ja nur ausgedacht, das sind ja nur Vorstellungen von Spiegelungen. Diese ganzen DR heißt geöffnete Berechnungen. Mhm. Stellen heißt immer stehen. Packung. Hebräisch müssen wir jetzt nicht. Das ist Physik. Einfach nur Physik. Göttliche Physik. Das ist der Quantensprung in ein vollkommen neues Weltbild. Jetzt können wir uns die Frage stellen, können meine Mitmenschen, die ich mir jetzt ausdenke, da hinkommen? Die müssen nicht hinkommen, die sind schon da, wenn du sie dir nicht ausdenkst. Du bist da, alles ist da. Geschlossene Schöpfung. Bis meine geöffnete Schöpfung und einen geöffneten Augenblick draus machen. Das A als 70 oder als 1 gelesen. Es passiert hier und jetzt in einem ständigen Wechsel und verändert an uns nichts. Und jetzt können wir uns überraschen lassen, aber das Neue, das vollkommen Neue kriegst du erst, wenn du das Alte opferst. Du kannst jetzt erst zu dir in die Küche gehen, wenn du das Wohnzimmer verlässt. Und du gehst erst aus dem Haus raus. Das Außen kannst du erst erleben, wenn du das Innen verlässt. Das gilt jetzt übrigens auch für den Geist. Aber kann ich mich verlassen, ohne mich zu verlassen? Kann ich mich auf mich verlassen? Was bedeutet eigentlich das Wort verlassen? Die Vorsilbe ver hat wieder zwei Dinge, verbinden und verstreuen. Das ist das bistabile V, das erweckt wird. Hell oder dunkel, einatmen oder ausatmen. Das Problem ist dieses oder. Ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Ich sage weder noch, das ist eine höhere Dimension. Kreis und Dreieck sind Schattenwürfe, Niederdimension, ist Basic-Logik. Sie niederdimensionalen, das führt dich in die Einseitigkeit. Mhm. Auf den Kegel bezogen stellt sich doch die Frage gar nicht. Ist jetzt auf der Erdkugel, die ich mir ausdenke, eigentlich hell oder dunkel? Ist auch beides. Regnet es jetzt da oder scheint da die Sonne? Ist jetzt da jetzt Sommer oder Winter? Von welcher Seite schaust du es an? Ist jetzt da Krieg oder Frieden? Das sind
geistlose Fragen, weil sie die Fragen sind nach einer Urvollkommenheit. Die gibt es bei Holofeeling nicht. Schau einfach, was jetzt da ist und mach dir Gedanken, warum das jetzt da ist. Und ich sage dir, die Antwort ist ganz einfach. Ist jetzt einfach da, weil ich das jetzt träume, weil ich es denke. Und wo ist es, wenn ich es nicht mehr denke? Ist es immer noch da auf meinem Arbeitsspeicher? Aber es ist noch mehr existierend. Es ist eine von unendlich vielen Möglichkeiten, die ich mir ausdenken kann. Und solange ich ein träumender Geist bist, hast du noch keinen Einfluss drauf. So wenig wie ein kleines befruchtetes Ei einen Einfluss drauf hat in einer Matrix, was es werden wird. Matrix ist verbunden, sagst du mal jetzt in unserer biologischen Logik, mit Säugetieren. Das heißt, in dem Moment, wo ein Ei in einer Matrix befruchtet wird, dieses kleine Ding kann sich nicht raussuchen, ob es eine Katze, ein Hund, ein Löwe, eine Giraffe oder sonst was, eine Kuh wird. Es kann sich das nicht raussuchen. Es kann sich nicht raussuchen, welcher Affe, ob du ein Schimpanzier wirst oder Orang-Utan oder Gorilla, sind alles Affen oder das, was du Mensch nennst. Ich lasse das Wissen der Menschheit ja gleich. Du kannst dir auch nicht raussuchen, ob du jetzt, wenn du auf die Welt gekommen bist, ein Weibchen oder ein Männchen bist. Aber das bist du alles nicht. Du bist der, der sich das ausdenkt und dann in eine Verkörperung, in eine Kleinigkeit reingehst. Und der kann ja nichts verkehrt machen, wenn der da drin wächst. Der hat keinen Einfluss drauf. Du hast als träumender Geist keinen Einfluss drauf, was du träumst. Ich nehme einen Einfluss drauf. Je nachdem, wie du dich entwickelst. Und wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Ich lasse dich bis in alle Ewigkeit wiederholen, wenn du störrisch bist. Was ich niemals lasse, ich werde dich nicht ewig im SD-Ich lassen, in einem raumgleichen Ich lassen. Du wirst irgendwann einmal, wirst du dieses Stich, dieses raumzeitliche Ich verlassen und aufsteigen in eine höhere Ebene. Das ist das, was der Mensch panische Angst davor hat, dass er sich auflöst, dass er tot ist, dass er so viele ist. Aber das bist du doch. Du bist doch so viele verschiedene Gedanken. Nimm wieder das Wort Gedanken ganz abstrakt. Das ist doch wurscht, ob du jetzt an der Erdkugel denkst oder ob du an ein grünes Mastmännchen, an einen Osterhasen denkst, ob du an dich selbst denkst, deine Mutter denkst, deine Kinder denkst, an ein Haus denkst. Es sind nur, einfach nur ständig wechselnde Informationen, die an dir selbst nicht das Geringste verändern. Nichts kann sich nicht verändern. Es bleibt nichts. Die Peripherie spielt die Rolle in dir. Aber nicht der Mittelpunkt, der Wirbelsturm. Wir in Gott, wir in dem absoluten Nichts. Das bin nur zwei. ZWI, ZWAF, rot gelesen. Blau gelesen, Befehl. Und oder auf Hebräisch, ZWAF. Befehl hast zwei, wenn ich das B als zwei lese. Oder ich lese BE². Jetzt ist natürlich das Fehlende, kann ich auch wieder positiv und negativ machen. Ich kann das FE zum Beispiel als ein chemisches Zeichen nehmen, dann habe ich FE, Ferro, in dem Wort Erro, so viel, wenn ich reingehe, das sind nur Perspektiven, Perspektiven einer kristallinen Struktur. Ganz nebenbei, glaube ich, ist 26, Element 26. Das fällt als Ding ja, glaube ich, gar nicht. Interessant, ne? Holofeeling verknüpft alle Wissensgebiete und alle Religionen arithmetisch im Hintergrund über die Zahlenwerte. Und ich erzähle dir was. Buchstaben sind auch Zahlen. Und es sind Symbole. Und es sind, man kann Geräusche draus machen. Das sind wieder die drei, diese Trinität, wo ich sage, die drei Aggregatzustände. Über das Aggregat haben wir uns auch schon mal ganz, ganz grob ausgelassen. In den Ohrenbarungen steht noch wesentlich mehr drin. Und mir ist jetzt wichtig, und dann lassen wir es gut sein, dass du zuerst einmal wirklich dich bewusst hältst, was du bist und was deine Gedanken sind und dass du erkennst, dass du selbst etwas bist, das sich als Ding an sich nicht verändert. Dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben, deine ganze Vergangenheit, warst du dasselbe Ich. Ja. Egal, was du gemacht hast, du sprichst dir verschiedene Körper zu. In deine Pubertät, wenn du dich jetzt zurückdenkst, das ist wie wenn du in dem Buch zurückschlägst. Das ist jetzt, du machst immer jetzt die Informationen. Du holst aus der Datei, wo alles gleichzeitig ist, Anfang und Ende. Siehst du immer jetzt Bilder hoch? Das ist unser Drehen dieser Vergangenheit und Zukunftsacht. Jetzt hast du mal in die Transversale, in die Senkrechte. Du musst erst einmal hier begreifen, dass du dieses Blut, dass du in einer Hülle steckst. Das ist der Lot, der Sodom und Gomorra verlässt. Wir haben ja drei eigenartige Sachen des Verlassens. Wir haben den Lot in der Geschichte und wir haben den Noah.
Es ist diese Sodom und Gomorra, ist die Welt um dich herum. Es ist eine Welt von geistlosen Figuren in einem Traum, die meinen, Geld erhält sie am Leben, wo alles nur Geld ist und Geld ist und einen Größenwahn sich anmaßen, dass sie meinen, sie wüssten irgendwie, was richtig und was verkehrt ist. Das ist das Hauptproblem. Das führt dich zwangsläufig in die Unheiligkeit. Du musst dir keine Gedanken machen, dass irgendein Klimaschutz oder Umwelt unsere Erdkugel retten. Unsere Erdkugel ist genauso, die du dir ausdenkst, einfach nur ein anerzogenes, einprogrammierte Vorstellung. Genauso wie die Erdscheibe oder eine Hohlkugelwelt ist oder sonst was oder eine ausgedachte Matrix. Nur weil du jetzt sagst, wir sind ja eigentlich in einer Matrix, wir träumen ja nur. Das ist zwar der wirklichen Wirklichkeit einen Schritt näher, was dich aber in deinem Alltagsbewusstsein nicht daran hindert, trotzdem noch unbewusst chronologisch raumzeitig zu denken. Die Matrix ist eine reine Zahlenstruktur, eine statische Schöpfungszahlenstruktur, aus der man dann Momente herausheben kann, die sich aber nicht da außen befinden, die reine Illusionen sind. Das ist übrigens reine Arithmetik wieder, ILLUS. Ist 30-30, es ist Licht und es ist Licht und es verbindet sich zu S, zu 60, zu Bewusstsein und das ist Gott. Göttliches Licht, Licht, 30-30, U heißt auch und, das Waff im Hebräischen verbindet sich zu S, Illus. Und Ion ist ein in Bewegung gesetztes Sein in deinem Bewusstsein. In Bewegung gesetztes Sein im eigenen Bewusstsein. Das steckt schon in der Wort Illusion, ist schon komplett, genauer kann man es nicht erklären. Wenn ich jetzt die Zahlenwerte sehe und eine Formel draus mache. Und nochmal, erwarte nicht, dass das irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, Professoren wissen könnten, weil die existieren nur, wenn du sie denkst und die wissen das, was du ihnen zusprichst. Und wenn du dir Menschen ausdenkst und du denkst dir, der weiß ja so viel, obwohl du von dem überhaupt keine Ahnung hast, entmachtest du dich. Darum mache ich jetzt genau das Gegenteil, dass ich dir vor Augen führe, dass die Idole deiner Menschheit die Nobelpreisträger, dass das geistlose Schwätzer sind, dass ich sage, das kannst du gar nicht entdecken. Das sind Märchenfiguren, von denen du zu lernen hast. Das zerst immer alles um dich rum des Kaisers. Alle sehen des Kaisers neue Kleider. Corona sind des Kaisers neue Kleider. Und das, was beweist es, wenn jetzt ein Video in dir auftaucht, mir fällt jetzt ganz gezielt hier der Liefers ein, der jetzt in Krankenhäusern war und war ganz entsetzt, weil er war im Krankenhaus mit Hoch-Corona-Patienten, die an der Lungenmaschine hängen. Und das sind zum Großen da alles Ungeimpfte gewesen. Das ist eine Seite. Dann spring ganz einfach jetzt aktuell, wenn ich will, in eine Wissenschaftssendung rein in Amerika, die berichten über Israel. Da sind die Krankenhäuser zurzeit voll. Da hängen die Menschen an den Lungenmaschinen. Davon über 80% sind geimpft. Die andere Seite. Du verwirklichst nur deine eigene Seite. Yeah. Und egal, was du verwirklichst, es ist Entheiligung. Cut! Was ist jetzt? Was ist jetzt da? Warte. Die ganze Zeit waren nur Geräusche da aus einem Lautsprecher, der natürlich gar nicht existiert, der existiert jetzt, weil man den Lautsprecher denkt. Das alles ist hundertprozentig sicher, das ist Holofeeling. Holofeeling ist hundertprozentig sicher. Es ist göttlich. Und jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Das ist jetzt wieder... Es ist, man kann das nur wiederholen. Du musst das gebetsmannhaft, du musst wirklich das nicht Hare Krishna oder Rama Rama oder sonst was schreien. Das bringt dich nicht weiter. Spiel, macht einfach, schau einfach, was da ist. Jetzt, immer, alle 2 Minuten Cut, was ist jetzt da? Ohne zu werden. Dann ist jetzt auch eine Wertung da, dass du Angst hast. Du empfindest, jetzt habe ich die Information von Angst, von Fragezeichen, Zukunftsängste. Dann wird dir bewusst, wie massiv dieses Programm noch in dich wirkt. Du hast nur einen Feind. Das ist der, der dir ständig erklärt, wer oder was dran schuld ist, dass die Dinge so sind, wie du sie nicht haben willst. Du bist schuld. Ich bin schuld. Ich nehme alle Schuld auf mich. Und wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Drittes Element im Mendelation-Variode-System. Wir Hebräer nennen es übrigens Eben. Das ist einmal eine ausgedachte Ebene, ist Schuld, ein Wasserspiegel, das Wellen auftauchen können. Jetzt schreibt sich jetzt aber dieses Eben, wird vorne mit LF geschrieben, das ist EB, also 1, 2, 50. Und du hast jetzt 1, 2, auch rot abgesprochen, den Vorder. Und die polare Existenz, das spiegelt sich um die 2. Es ist ein anderes System. Ja. Und das können Menschen, die du ausdenkst, erst wissen, wenn du dir welche ausdenkst und ihnen dieses Wissen zusprichst, aber du kannst Menschen, die du dir ausdenkst, in Kisten, die du dir ausdenkst, bloß das hineindenken, was du selber durchschaut hast. Genau. Da arbeite ich zurzeit dran. Ich habe es schon längst durchschaut.
Alles. In vielen, vielen Leben. Was meinst du, wie du dich veränderst, wenn du plötzlich begreifst, dass du ich bist? Das Begreifen sind wir jetzt dabei. Aber was passiert, wenn du es zu verstehen anfängst? Verstehen. Lass dich überraschen. Danke, danke. Für was? Ich muss mich bedanken. Was wäre ich ohne euch? Was wäre ich ohne euch Geistesfunk? Ein absolutes Nichts. Genau deshalb habe ich euch jetzt erst einmal als Geistesfunk und ihr euch als Geistesfunk selbst erschaffen. Er ist das Bewusstsein, dass wir sind, E Quadrat R in diesem roten Kopf, und das andere sind nur logische Affen. Die nennen sich dann vielleicht Udo oder Riane oder wie auch immer. Ich sage immer, Namen sind austauschbar. Und tschüss.